Wie heißt das Format nochmal? Stat-Check. Oder Vielleicht habe einfach ich das. in Anführungsstrichen Quiz. Das geht auch. Anführungsstrichen? Na, hallo? Keine Ausführungszeichen, Komma. Gibt's bei mir nicht. Anführungsstriche, Quiz. Ganz funktioniert so für dich, Lumi. Linda, du kennst es eh. Dalu, warst beim letzten Mal dabei. Es ist mega simpel. Ihr kriegt links und rechts ein Bild, eine Frage von mir und entscheidet euch dann für links oder rechts. Okay. Und das spielen wir über nicht ganz so viele Fragen diesmal, weil es beim letzten Mal 2 Stunden ging. Zwei? Ging das nicht? Ja, 2 Stunden und ein paar Minuten. Das war aber vielleicht. Geil, aber es war geil. Wir fangen einfach mal an. Na? Okay. Dann weißt du direkt, um was es geht, Lumi. Du hast jetzt hier ein Bild links und ein Bild rechts. Das müsstest du auch sehen. Dein Chat müsste das auch sehen. Einmal haben wir links Niederlande. Oh ja, und einmal haben wir rechts Luxemburg. Und die Frage, die ich euch stelle, und dann könnt ihr Button links oder rechts drücken, ist, welches Land im Gesamtdurchschnitt eine höhere Bevölkerungsdichte hat? Also welches Land hat mehr Einwohner pro Quadratkilometer? Sollen wir jetzt einfach still und heimlich was auswählen oder sollen wir auch darüber reden? Letztes Mal haben wir gut gequatscht dabei. Wir haben zwar nur Kacke erzählt mit Matteo und Bart, aber es war lustig. Genau. Du kannst natürlich erzählen, was du willst, ne? Da gebe ich dir keine Regeln vor. Aber irgendwann sage ich, okay, stopp, und dann zeige ich die Option im Overlay. Dann seht ihr quasi, was jeder gewählt hat und dann könnt ihr natürlich darüber sprechen. Aber es geht doch darum eigentlich, dass ich das richtig habe und die anderen im besten Fall nicht, oder? Ja. Achso. Genau. Loggt einfach alle mal ein, was ihr denkt. Ums Gewinn. Ach, Kacke. Was ist, wenn man das nicht weiß? Ja, das sollte ich im Optimal immer. Ich hoffe, die meisten Dinge wirst du nicht wissen, kann ich jetzt schon sagen. Was ist denn das jetzt für eine Beleidigung? Ja. Watch me, wie das richtig ist so. Lumi, du hast noch nicht gepickt. Okay. Ja, ich dachte vielleicht, jetzt hast du gepickt. Wollen die anderen noch so Mind-Games machen oder so? Ja, Luxemburg. Ne? Nee. Was jetzt passieren wird, ist, dass ihr seht, wer was gepickt hat. Ja? Oh. Sind immer noch, Farbe vom Pfeil müssen wir immer noch ändern, aber ja. Man sieht das schon. Dalukat und Linda haben gesagt, ja. Natürlich die Niederlande. Natürlich. Klar. Und Lumi Schlumi hat gesagt, stimmt gar nicht, ist Luxemburg. Und jetzt kannst du, jetzt ist es natürlich besser, wenn du sagst, warum du Luxemburg gepickt hast, weil du den anderen dann keine Tipps gibst, weißt du? Außer du bist Bart und du willst die Leute reinlegen, aber der ist nicht hier. Ach so, also das ist jetzt auch gar nicht final eingeloggt, sondern man könnte doch noch swappen, oder das was? Ist final eingeloggt. Wenn das angezeigt wird, dann ändert ihr bitte nichts mehr. Ah. Ja. Oh, Moment, ändert bitte nicht, das heißt, ich kann... Ich habe Niederlande genommen, aber ich dachte, die ist größer als Luxemburg. Kannst du theoretisch noch? Ne, weiß ich, soll ich testen? Ja, könnte. Ja, kann er noch. Ich mach mal zurück. Von Anfang an, nein. Und dann sagst du mir, warum du Niederlande gewählt hast, Linda? Weil ich dachte, die ist größer und da wohnen halt einfach generell mehr Leute. Und um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo Luxemburg liegt. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Ja. Links von Deutschland. Also, ob es größer oder kleiner ist, ist nicht so wichtig tatsächlich. Es geht ja um die Bevölkerungsdichte, einfach wie viele Leute auf einem Quadratkilometer wohnen. Ich kann euch jetzt aber zeigen, was die Antwort ist. Niederlande. Und es ist natürlich Niederlande. Das wusste ich natürlich. Mit mehreren Städten und dadurch einer höheren Bevölkerungsdichte, als das in Luxemburg der Fall ist. Ich hätte eben gedacht, weil Luxemburg so klein ist, dass da die Bevölkerungsdichte wahrscheinlich wesentlich höher ist. Hätte ich tatsächlich auch gedacht, aber ich glaube, und Carla hat die Fragen rausgesucht, ich habe diesmal keine einzige gemacht, kann ich dir sagen. Und ich glaube, Carla hat die so rausgepickt, weil du dann denkst, ah, Luxemburg ist kleiner, ist bestimmt Luxemburg. Ist aber nicht Luxemburg und deswegen kriegst du keinen Punkt. Junge, und das ist das Prozedere im Endeffekt. Ja, manchmal wird ein bisschen gebaitet und manchmal nicht. Dafür wird Carla bei mir entmoddet. Ist bei dem Mod? Ist Carla bei dem Mod? Nein, aber Carla kann leider nur bei mir Mod sein, deswegen kannst du so oder so entmodden. Okay. Hast du verstanden, ne? Super. Habt ihr alle verstanden. Wahrscheinlich ist es relativ entspannt. Ja. Dann bleiben wir direkt mal bei Ländern. Aber mit einer etwas anderen Frage. I see what you did there. Ja, so Tschechien und Polen. Mit Ländern, Alter. Also nur für dich, weil ich weiß nicht, ob du das weißt. Wir sehen die Frage schon, ne? Ihr seht die Frage schon? Genau, ja, weil du hast das in der ersten Frage so gesagt. Und was ich von euch wissen will, das sehen wir theoretisch schon. Das war letztes Mal nicht so. Okay, ja, ihr seht die Fragen diesmal schon. Das ist okay, müssen wir gucken, ob wir das wirklich so wollen. Aber die Frage kann ich ja für den Chat jetzt noch vorlesen, weil Chat weiß es noch nicht. Geht hier nämlich nicht um die Bevölkerungsdichte, sondern um den Bierkonsum pro Kopf im Jahr. Welches Land kippt härter ein hinter die Binde? Verstehe. Ist es Tschechien oder ist es Polen? Von welchem Jahr ist diese Statistik genommen?
Das weiß ich nicht. Okay. Aber die würde stand, oh, ja. Doch, das weiß ich. 2018. Okay, gut. Also vor Corona, das heißt, da war es wahrscheinlich weniger als jetzt. Vermutlich. Vielleicht aber auch, vielleicht haben die Leute einfach dann zu Hause einfach angefangen, einen Haufen Bier zu trinken, weil die eingesperrt waren. Wer weiß. Ja, deswegen denke ich, nach Corona oder während Corona wird das wahrscheinlich wesentlich mehr gewesen sein. Nee, andersrum, oder? Ich hätte vor es auch Corona andersrum mehr, gedacht, oder? Weil da kann man ja mehr so in Clubs und Bars und raus und so gehen. Denke ich auch, ja. Denk und sich auch. Mit anderen Leuten treffen und Bier trinken. Okay, dann Also ich weiß es nicht, weil jetzt so mein Gedankending so... Hätte ich auch gesagt. Aber mein das ändert ja nichts, weil so, beide Länder... Man hat nichts anderes mehr zu tun, außer zu Hause ja, Bier oder zu das, trinken. Ja. So. Das kann auch sein. Stimmt, so war das ja in Deutschland bei uns ja auch. Ne? Aber vielleicht war es bei denen dann so schlimm, dass sie nicht mal mehr Bier getrunken haben, sondern dann das harte Zeug während Corona, weißt du? Ja, das Ding ist, Polen und Tschechien, glaube ich, sind auch beides Länder, die auch Alkohol extrem krass zelebrieren. Bei Tschechien so, weiß ich es gar nicht. Aber Polen... Eigentlich trinken die in Polen nicht eher so Wodka und so? Ich habe gar keine Ahnung. Also Tschechien, Prag ist ein sehr beliebtes Städtereiseziel und das ist auch dafür bekannt, dass man sich da ziemlich ordentlich sich nicht hinter ablenken. Die Bühne kippen kann. Ich brauche also deine Einlockung, Lumi. Ich glaube, du hast meine noch nicht... nur noch? Mann! Ja. Ah, komm. Na gut. Genau. Gucken wir mal, was ihr gepickt habt. Lumi und Linda befinden sich in Polen. Da Luca hat gesagt, nö, Tschechien. Ist absolut korrekt. Okay. Ja, Alkoholkonsum in Polen ist relativ hoch tatsächlich. Hm. Ja, es geht. Es geht. Weiß nicht, wie viel relativ hoch ist, aber es wirkte relativ hoch. Aber in Tschechien wurde das Pilz erfunden. Und Tschechien ist sehr bekannt für Bier tatsächlich. Oh, mein Und das deswegen ist natürlich Tschechien absolut richtig. In Tschechien wird viel mehr Bier getrunken. 100 Tschechien ist, Liter mehr. Wusste da, Luca, dass das Pilz erfunden wurde in Tschechien? Ich wusste nicht, dass da das Pilz erfunden wurde. Ich weiß nur, dass in Tschechien sehr viel Alkohol, also Bier, konsumiert wird. Ja. Das ist eine Info, die ich im Chat gerade gelesen habe. Es kann sein, dass es falsch ist, aber ich habe es einfach mal nachgeplappert. Okay, Aber dachte, Tschechien ist sehr bekannt für Bier tatsächlich. Ja. Ich dachte Polen, weil das auch so direkt neben Deutschland ist und Deutschland trinkt ja wahrscheinlich auch viel Bier. Da dachte ich so, ja klar. Gibt es nicht auch so ein voll bekanntes polnisches Bier bei uns im Supermarkt? Oh ja, true. Ich weiß genau, was Tschechisch du meinst, aber auch. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, Tschechisch auch. Weiß ich halt, also kenne ich halt keine Marke. Ich auch oder gar nicht. Ja. Nicht bewusst. Budweiser, Mitch im Chat meint gerade Tiski für Polen, aber so bei Budweiser, so glaube ich, kommt aus Tschechien. Weiß, ne? Staropram? Safe. Genau, Tiski war das, was ich meinte. Ich habe das alles noch nicht gehört. Ja, es ist Bier. Hast du schon mal Bier getrunken, Dalukat? Glaube ich, von allem Alkohol am wenigsten. Ich bin Bayer, ich bin starker Biertrinker gewesen. Ich komme aus München, ich hasse Bier. Achso, okay. Okay, wir gehen weg vom Bier. Okay. Ich bin so der Ausgleich. Ja, und ihr seht die Fragen jetzt natürlich immer, deswegen lese ich die auch direkt vor. Ich würde von euch gerne direkt wissen, wer die meisten Goldmedaillen bei Olympischen Sommerspielen gewonnen hat. Ich habe eine Frage. Ich habe gewotet. Du hast eine Frage, Linda? Ja. Ein bestimmtes Jahr der Olympischen Sommerspiele oder generell. Insgesamt? Generell. Okay. Insgesamt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer der richtige Typ ist. Pass auf, Usain Bolt ist ein Runner und Michael Phelps ist ein Schwimmer. Ah, ja gut, aber korrekt. Er ist halt auch so das übelste Running-Meme, so, ne? Immer wenn man sagt, dass jemand schnell laufen kann, dann ist er halt Legende. Usain Bolt, ja. Boah. Aber ich bin bei eine so Legende. Spielen und Sportlern und so, ich bin da so raus, ey, das ist gar nicht mein Interessensgebiet. Meins auch nicht, ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich das weiß. Also Usain Bolt kennt man ja. Michael Phelps, weil der halt auch, glaube ich, echt viel gewonnen hat als Schwimmer. Der ist, glaube ich, auch so volles Schwimmtalent, aber wie viel, keine Ahnung. Ist aber an Usain Bolt kam ja jahrelang nichts ran, ne? Ich ganz keine lange. Ahnung. Ich glaube, immer noch nicht, wenn überhaupt. Ich weiß es nicht. Ist der noch aktiv, also ist der noch aktiv im Sport? Weißt du, Usain Bolt? Das weiß ich auch nicht. Nee, der ist nicht mehr aktiv. Ach so. Der ist nicht mehr aktiv. Michael Phelps weiß ich nicht. Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Man muss halt auch noch gucken, ne, was es für Unterkategorien gibt. Ne? Gerade beim Laufen hast du 400 Meter, 800 Meter, 100 Meter. Ja. Aber beim Schwimmen doch, glaube ich, auch, oder? Da gibt es auch so verschiedene Strecken. Guck aber da gibt es auch noch unterschiedliche Sachen neben Rennen. Was ihr gesagt habt, ja. Gucken wir mal rein. Peng. Dann wieder Dalukat auf einer Seite. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja? Ja, ich glaube, Phelps hat irgendwie über 20 Goldmedaillen oder so.
Da haben wir zum einen Usain Bolt. Glaube ich, die Disziplinen, die er gelaufen ist, sind 100 Meter und 200 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ich dachte, er ist ein bisschen mehr gelaufen. Ja, es ist, glaube ich, als Läufer eher schwierig, super viele Disziplinen abzudecken, weil du natürlich ganz andere Muskeln brauchst, um Langstrecken zu laufen. Oh, shit. Sprich, es gibt ja einen Unterschied zwischen so diesen Muskeln, die super lange arbeiten können und die super explosiv arbeiten können. Es gibt so zwei unterschiedliche Fasern. Und Usain Bolt war natürlich spezialisiert auf boom, schnell. Ah, okay. Und bei und Staffel gibt's noch, genau. Beim Schwimmen gibt's super viele verschiedene Disziplinen und deswegen ist Michael Phelps natürlich absolut richtig mit 23 Goldmedaillen. Junge. 23, krass. Weil der halt auch in allem, glaube ich, relativ gut war. Mhm. So, da gibt's ja super viele verschiedene Disziplinen, wenn mich nicht alles täuscht. Und Dalukart hat absolut recht. Kriegt den nächsten Punkt. Zack. Dalukart einfach smart. Auch ein Bait von Wes. Der eine da in Sport. Der eine in Sportkleidung und der andere im Anzug. Ja, wollte ja, es muss natürlich die Sportkleidung sein. Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene Schwimmdisziplinen gibt. Ich werde jetzt immer das andere nehmen, was von dem, was ich denke. Ich glaube, damit fahre ich besser. Gucken wir, ob beim nächsten Mal mehr rumkommt, ja? Na gut. Ja, aber hier. Nicht so gut mit Sport aus. Ja, ich mich auch nicht tatsächlich. Mhm. Aber vielleicht mit Musik. Nämlich BTS. Oh Gott. Und einen guten Ad. BTS und Simon Unge. Und wer hat. Frage ist. Oh Gott. Simon Unge, ich hab jetzt erst gerafft. Oh. Welcher dieser beiden, also es sind ja nicht beiden Künstler, aber welcher Künstler hat mehr Songs auf Spotify? Boah. Wer hat hier mehr bei Spotify released? Boah. Ich hab schon gedrückt. Ich bin Schnelldrücker. Aber man darf jetzt noch nicht so viel drüber reden, denn sonst verrät man halt so viel. Schnelldrücker. Ja. Na, gucken wir, was ihr gedrückt habt. Mhm. Chat ist sich sehr unsicher, kann ich sagen. Ich kann nicht im Chat gucken. Wenn es knapp ist, ist es doof. Und wir haben schon wieder Dalu, der sich für. für die andere Option entschieden hat. Also BTS hat auf jeden Fall viele, sehr viele Songs. Dalu, was hörst du? Hörst du viel Musik, Dalu? Jein. Ich kenne von BTS viele Songs vom Hören, Sehen. Ja. Also in der Liste, aber von Ed Sheeran halt gar nicht. Mhm. Deswegen habe ich einfach BTS für mich genommen. Hört ihr beiden so ein bisschen K-Pop? Ja. Nur so dieses richtig Bekannte, was irgendwie so durchgesickert ist, weil es so übel bekannt war. So Blackpink und sowas. Ja, genau, so ein bisschen League of Legends. Was halt so im Songradio ab und zu heißt. Ja, genau. Wobei, mittlerweile auch mehr. Ich habe jetzt auch noch, wie heißen die? Stray Kids, glaube ich. Ist das K-Pop, J-Pop? Ich weiß nicht mehr. Gar keine Ahnung. Naja. So also BTS und Blackpink sind so ja die zwei Größten, oder? Mhm. Oder BTS ging ja komplett ab. Ja. Das stimmt. Ich dachte nur so, vielleicht, weil Ed Sheeran halt schon echt lange im Game ist. Genau, deswegen habe ich ihn auch genommen. Ja, BTS aber auch. BTS aber ist auch. Ist das so? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass BTS halt auch übel viele Featurings hat. Das Problem ist, dass BTS ja diesmal das Anzugbild ist, ne? Und beim Anzug hatten wir gerade schon Schwierigkeiten, ne? Diesmal allerdings nicht. BTS hat nämlich mit 263 Songs mehr Songs auf Spotify als Ed Sheeran und Dalu snackt sich den nächsten Punkt. Das ist knapp, ja. Das ist nichts, was man weiß. Knapp. Nichts, was man weiß, es ist sehr knapp, aber du lagst natürlich wieder richtig und holst dir Punkt Nummer 4 und hast bisher, glaube ich, sogar alles richtig. Crazy. Ja, wir waren noch nicht bei Marvel. Ich hab Karl aber auch gesagt, egal was du machst, kein Marvel. Warum? Beim letzten Mal war siebenmal Marvel drin. Alles falsch. Warum kein Marvel, Mama? Warum kein Marvel? Und jetzt ist eine Frage, hat Dalu vielleicht einen kleinen Vorteil? Nur kein DC, ach so. Es ist DC. Das ist ja gerne. Es ist nicht DC, es ist Dalukart. Oh mein Gott. Das ist ja Schiebe. Oh mein Gott. Frage ist, wer mehr Follower auf Facebook hat. Regelmäßig. Facebook ist diese Social-Media-Plattform, die, also mittlerweile ist es Meta, glaube ich. Echt?
Heißt es so? Ist immer noch Facebook, ne? Also die Firma drüber ist jetzt Meta im Endeffekt. Aber Facebook gibt es immer noch. Und es gab auf Facebook die Möglichkeit, Seiten zu erstellen. Und denen konnte man folgen. Das war so eine eigene Brandpage quasi. Okay, also hat Dalukar natürlich auch einen. Zu. Trill aber auch. Wer hat mehr Follower? Ist denn älter von den beiden? Weil der hat ja theoretisch eher das Boomer-Publikum, was noch Facebook benutzt. Aber ich glaube, Dalus Jokes so? Sprechen halt eher das Boomer-Publikum an. Okay, okay. Trillux sehe ich halt immer nur am Schreien so in seinen Clips. Ich glaube, das holt so die ältere Generation nicht so ab. Aber ich weiß es nicht. Ich wusste gar nicht, dass ihr eine Facebook-Page habt. Die muss ich gleich mal liken. Der muss ich nicht. Gibt es sowas? Ich habe, glaube ich, mein. Doch, ich nutze ja regelmäßig Facebook, meine ich. Ganz viel. Er spielt immer noch Farmville. Jeden Tag. Ich lade noch Farmville habe ich früher Content gespielt, das war Hammer. Super. Beide haben eine Facebook-Seite. Ich finde es sehr schwer. Ich mache jetzt. Guck mal, was ihr gesagt habt. Das war bestimmt falsch, was ich gemacht habe. Es ist eine Überraschung. Linda mit dem Last-Second-Switch. Last-Second-Switch auf Trillux. Trillux ist sogar falsch geschrieben. Trillux kann okay. nur weniger Follower haben als ich, wenn er keine Seite hat. Wie viel kann ich das? Ich habe meine Facebook-Seite, glaube ich, seit 7, 8 Jahren. Ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt, indem ich überhaupt Twitch nutze oder so. Deswegen, also eigentlich dürfte da nicht. Also, vielleicht hat Trillux auch einfach keine. Vielleicht hat Trillux halt auch einfach keine. Fans, die dich auf Facebook gesucht haben und dann da so reingefollowt haben, weißt du? Die auf die Facebook-Gaming-Streams warten oder so. Ich kann mal auflösen, ja? Dalukat hat 11.573 Follower auf seiner Facebook-Seite. Okay. Wahrscheinlich, weil er schon länger nicht mehr aktiv auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, würde ich von ausgehen. Oh, verdammt. Wer in der Facebook-Gemeinde natürlich eine Legende ist und jeder kennt ihn, ist Trillux. Der hat nämlich 48.871 Follower. Ich will es jetzt nachgucken, aber ich habe keinen Facebook-Account, wo ich es nachgucken kann. Viel mehr. Ich habe 9, ja. Aber ich kenne den Login nicht mehr mittlerweile, glaube ich. Ich fühle mich wie bei jedem anderen Multiple-Choice-Game, was ich in meinem Leben je gespielt habe. Meine Charaktere sterben einfach immer. Lubi, du kommst doch zurück, glaube ich. Da kommt noch ein Thema, wo du einfach glänzen wirst. Genau. Fußball zum Beispiel. Luna. Oh Gott, ja, bitte. Ja. Oder Tennis finden, bin ich auch großer Enthusiast. Ich würde von euch gerne wissen, wer mehr Fußball-EM-Siege hat. Also mehr Titel. Deutschland oder Niederlande? Wer soll das denn wissen? Das muss doch Bates sein. Okay, was können wir anhand der Bilder erkennen? Bei Deutschland ist nur eine Person, nee, zwei zu sehen. Und ja, guck mal, Deutschland scheint traurig zu sein. Bei Niederlande sind ganz viele Menschen, also haben die auch mehr Siege, ja. Easy, das Ding ist, Deutschland hat gar nicht so viele Siege. Aber ich weiß nicht, wie viele Niederlande hat. Also die Niederlande hat ja das Meme mit der WM, aber darum geht's. Spanien. Oh mein Gott, ja. Aber von Deutschland habe ich auch, glaube ich, nicht. Es geht also, hier um die Europameisterschaft. Vielleicht geht's um die Superliga? Nicht um die Weltmeisterschaft, es geht nur um die Europameisterschaft. Könnte Holland halt wieder krass sein, ne? Guck mal, wenn man jetzt sich die Zahlen bei Deutschland anguckt, das ist eine 6. Und bei den Niederlanden ist eine 21. Eine 21 ist höher, also haben die mehr Siege. Ja, weil dafür haben die hat Deutschland auch dieses LGBTQ-Bändchen, was wahrscheinlich kein richtiges LGBTQ-Bändchen ist, aber... Ist das? Das sieht irgendwie nicht so aus, aber... Es gibt irgendwie dieses Fake-LGBTQ-Bändchen, glaube ich, bei Fußball, weil die da nicht die richtige LGBTQ-Flagge nehmen dürfen. Ich glaube, das ist so ein extra Fußball-Dings. So, ich bitte euch jetzt mal eben einzuloggen, dann kann ich euch zeigen, was ihr gewählt habt. Ihr habt schon alle eingeloggt, ja. Geschustert. Ja, ach komm, jetzt geht ihr mir hier. Ja. Was soll das denn? Linda ist diesmal... für die Niederlande gegangen, vorher noch für Luxemburg, diesmal für Niederlande. Ja? Nee. Nee, stimmt, du hast vorhin auch Niederlande gehabt. Du bist der Niederlande treu geblieben, tatsächlich. Ich bin Fan auch von Niederlande. Ja. Und du bist Fan von Niederlande. Ja, so wie ganz viele Fans von der Niederlande. Und aber die werden im Regelfall genauso sehr enttäuscht wie du gerade, weil die Niederlande nur einen Titel hat, Deutschland hat 3. Ach, die haben sogar einen. Ich dachte, die hätten 0. Ich dachte, die Niederlande hätte 0. Niederlande hat einen. Warum hintergehen die mich so? Was soll das? Die haben dich verraten, leider. Ganz böse verraten. Aber guck mal, wie happy sie auf dem Bild sind. Ist mir egal. Das war doch. Ja. Das liegt daran, dass die Niederlande einfach keine. Das
habe ich voll gebaitet. Unbelievable. Keine Erwartung hat, die enttäuscht werden können. Deswegen sind die immer glücklich. Raving was an. Okay. Oh, ich habe beinahe mein Glas umgeschmissen. Uff. Ja, eine Twitch-TV-Frage. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Fußball. Ich habe hier zwei Bilder und ich würde gerne nochmal betonen, dass ich die Bilder nicht rausgesucht habe, deswegen kann mir niemand irgendwas. Dann nehme ich die beiden hier. Okay. Reeft und Basti GHG. Und die Frage ist, wer von den beiden in den letzten 30 Tagen mehr gestreamt hat, also länger gestreamt hat? Jetzt wäre es natürlich Stunden. Gut, wenn man beide kennen würde, ne? Ich weiß leider gar nicht, was Basti streamt oder wie viel der streamt, ja, wenn Minecraft er nicht mit uns GeoGuessr oder Quizformate spielt. Gar keine Ahnung. Ich finde, das sieht sehr stark nach Minecraft-Streamer aus. Da möchte ich wieder diskutieren. Wie viel der Minecraft streamt, wenn er überhaupt Minecraft noch streamt, ich weiß ja nicht. Ich hab schon gewollt. Ich kann euch sagen, was die beiden streamen. Basti streamt primär Minecraft. Ob der schon richtig ja, erkannt. Okay, passt. Danke. Und immer ein bisschen GeoGuessr on the side. Und Reef primär Just Chatting. Warte mal, war Basti nicht mal bei GeoGuessr bei uns dabei? Ja. Ach so. Du hast, das wollte ich auch gerade sagen, also Basti, mit dem hast du auch schon GeoGuessr gespielt. Ach so, ja gut, da hatte hab ich, ja, da hatte er halt, war er halt, ja, kein fliegender Dealer-Minecraft-Vogel, so. Das stimmt, ja. Ah. Basti ist bei Quizshows immer so, der hat keine Facecam, man sieht immer nur so Tastatur in Hand. Bei Basti. Ich hab das schon mal gesehen. Okay. Ja, wir gucken mal, was ihr gesagt habt. Plopp. Basti streamt täglich. Basti streamt täglich. Warum weißt du denn alles? Und der Chat kann mir das jetzt gerne sagen, aber ich glaube, Basti streamt. Bis 6, glaube ich. Basti streamt täglich und er streamt, glaube ich, seit Jahren täglich. Und er hat, glaube ich, keinen Tag verpasst, oder? Aber woher soll man sowas denn wissen? Das Ding ist, ich folge Antonia auf Twitter und ich sehe da oft: Hey Leute, heute doch kein Stream. Ja, aber genau, aber darum ging es ja nicht. Deswegen habe ich ja gewartet, bis wir letzter, weil wer hat in den letzten 30 Tagen mehr gestreamt? Das wäre einfach, weil mehr kann. Also, aber Antonia hat ja mal ihren Sabaton oder so 3 Tage durchgehend oder so. Das weiß nicht, wann das aber war. Das ist doch schon mehr als 30 Tage her. Ja, wer weiß, wann die das letzte Mal gemacht hat. Tja, ich als großer Reefed-Fan weiß natürlich, dass das schon länger her ist. Okay. Also Basti streamt seit Jahren täglich, seit im Chat stand seit 7 Jahren. Der ist auch ganz wild, was seine Streak angeht. Weiß nicht, wie lange pro Tag. 4 bis 6. Antonia. Außerdem ist so ein Minecraft-Streamer, genau wie League-Streamer. Die machen Saves so jeden Tag an, so Start, Stopp, immer einfach so durchgrinden. Das, Diamanten. Was die beiden unterscheidet, ist, dass eine von den beiden Personen bei, ich glaube, dem Event Craft Attack 10 mitmacht. Das ist ein Minecraft-Event, das aktuell stattfindet und das, macht Basti Streams, glaube ich, auch deutlich länger und dadurch ist er bei 226 Stunden und 15 Minuten im Zeitraum von einem Monat. Und das ist mehr als doppelt so viel. Boah, ich dachte gerade, er macht bei dem Event mit und deswegen, das darf er nicht streamen und deswegen ist es weniger. Ich dachte, oh no! Nee, er streamt sehr, sehr viel aktuell durch, ich glaube, Craft Attack 10. Ja. Mann, ich würde verrückt, wenn wir nicht jeden Tag streamen würde. Ich würde wirklich so Psychose kriegen. Hast du viel? Du hast schon ein bisschen Minecraft. Naja, nee, das SpongeBob-Event, da habt ihr alle mitgemacht, glaube ich, ne? Nee, ja, ich habe Minecraft gespielt. Das war Hose. Oh. Ich habe auch einmal Minecraft gespielt. Wir können mal Minecraft spielen, da kann man angeln und so, ist richtig. Alter, bitte. Ja. Ich warte halt immer noch so auf eine Einladung fürs erste Mal. Also Minecraft, wie nennt man das? SMP? Einladung ist raus. Ich bin drin. Survival, was? Ist es nicht SMP? Wofür steht SMP eigentlich? Survival Minecraft Project? Achso, ja, das war das Bonjour-Ding. Ich weiß nicht. Bonjour SMP. Okay, Dalukart mit 7 Punkten. Das waren auch noch alles okay Fragen. Ich löse eine Kaffeepause für Dalu ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, also du hast bisher jede Frage richtig, tatsächlich. Wie auch immer. Ja, also 50-50. Ja, du hattest bis jetzt aber auch nur eine 50-50-Frage, die BTS und Ed Sheeran. Die anderen waren alle eindeutig. Wo? Die anderen, wenn man was sich ausrüstet. Was ist denn jetzt für ein Trash-Talker, Alucard? Meine 2 Punkte hier!
Entschuldigung, das mal gucken, ob so die gemein. Nächste auch eindeutig ist. Ja. Jetzt mach keinen Rückzieher. Stimme ich dazu. Zack. Videogames. World of Warcraft Dota 2. Welche Kategorie auf Twitch hat in den letzten 7 Tagen mehr Average Viewer? Und es geht speziell um den Zeitraum vom 4.11. bis zum 10.11., damit ihr das auch wisst, weil die Fragen waren schon vor der Woche fertig. Scheiß Dota. War von wann? Vom 4.11. bis zum 10.11. Okay. Also vorletzte Woche. Also wenn da jetzt nicht irgendeine Championship dazwischen kam, dann ist es, glaube ich, relativ easy. Ey, aber Dota ist Dota. Das ist einfach eine Welt, prozentual, die danke. Immer existiert. Du brauchst gar nicht jetzt versuchen, hier wieder der Einzige zu sein, der Punkt kriegt. Das Ding ist, bei WoW ist das Bild halt auch so übel trashy, so voll unscharf und so, und Dota ist so voll knackscharf und so voll, sieht so voll nice aus. Oh, Moment, ich muss da nochmal wechseln. Einfach so ein schlechtes Bild genommen, weil es so weit unten steht. Lass mich mal kurz, redet mal ganz kurz. Warte, ganz, noch, bitte noch nicht auflösen. 4.11. ist die Frage fertig. Müssen wir nochmal reden? Ja. Blablabla, wir reden noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Hallo, hallo, ja. Test, Test, Test. Ist WoW immer WoW-Kategorie? Egal welches? Ja. Oder gibt es WoW Classic? Hat nee, eigene... es gibt nur WoW, soweit ich weiß. Echt? Ja. Ja. Gibt es kein WoW Classic? Das kann ich nicht sagen. Nein. Es zählt beides unter dieselbe Kategorie. Aber wir okay. gucken mal, was ihr gesagt habt. Ja. Falsch. Lock mal ein. Peng! Ach, da! Alucard ist schon wieder auf ja, der anderen glaub, Seite. Ja, aber ich glaube auch, dass WoW richtig eindeutig ist. WoW ist ja jetzt mit dem neuen Add-on dran. Die Pre-Kampagne ja, läuft mit Twitch-Drops und jeder genau. spielt es. Aber das war das ja ist nicht, nicht lang. Das war, ist, war das schon am 10. ist die Frage, weil ich glaube, das Add-on kam nicht am. Also war am 10. noch nicht draußen, oder? Genau. Der Pre-Patch, der kam am 14.11., soweit ich weiß. Also. Nicht in der Zeitspanne, die wir suchen. Oh. Genau, aber du hast ja WoW und wir Classic. Hatten bei Dota The International. Das ist ein riesiges ach, Event. Ja, komm, da ist schon wieder. Das war Spring. Allerdings auch am 30.10. schon vorbei. Sprich, das war vor dem Zeitraum schon vorbei. Aber danach haben sich alle gedacht, boah, so wie die spielen, ich hab Bock, ich stream's auch, ne? Aber danach haben sich alle gedacht, boah, so wie die spielen, da hab ich auch Bock drauf, ich stream es auch. Und das hat Dota in der Woche noch leicht vor WoW gepackt. Mit 36.000. Ich hab doch gesagt, Average wenn da nicht irgendein Championship ist, ist es eigentlich einleuchtend. Ich hatte auch. War schon vorbei, aber danach haben die Leute halt immer wieder Bock drauf. Ne? Ja, aber und, also darum geht's ja. Ich ja. dachte, dass da eine Championship war und dann Leute deswegen. Wegen dem ich neuen Add-on. Ich hab instant auf WoW geklickt, als ich das gesehen habe. Ja, sie hatte. Sind immer so Bait-Fragen. Und dann dabei, hatte Vles okay. gesagt, das ist aber schon seit 2 Wochen ausgewählt. Ja. Mittlerweile wäre es andersrum. WoW okay. wäre wahrscheinlich jetzt. Cooles Stück höher, ich behaupte. Cooles Stück höher. Aber Zuschauerzahlen für WoW sind auch nicht mehr so überragend mittlerweile. Das stimmt. Moment, gucken, echt? Jetzt gerade nicht? Nächstes WoW? Mal nämlich genau das andere von dem, was ich denke, was richtig ja, ist. Du hast, glaube ich, immer so die Peaks zu den Expansions so, aber da gab es ja jetzt halt den Pre-Patch. Den Pre-Patch. Ja, WoW, glaube ich, jetzt und, in und Drops und so, sprich, jetzt geht es natürlich wieder ein bisschen hoch. Dann hast du wahrscheinlich wieder die Flaute. Ja, Dalu immer noch 100% richtig. Mal gucken, toll. Ob das so bleibt. WoW, einfach eine Enttäuschung. Ich weiß schon, warum ich nie dafür bezahlt habe als Kind. Weil jetzt haben wir zum einen Cristiano Ronaldo und Georgina, die ihre Schwangerschaft verkünden. Und Ariana Grandes Hochzeit. Und die Frage, die der Chat noch nicht hat, ist, welches dieser beiden Bilder mehr Likes auf Instagram bekommen hat? Kontext, Ronaldo ist finnisch. Was? Nein, es ist so ein Meme mit Ronaldo und Messi. Achso, ja, immer. Dann bin ich wieder raus. Wisst ihr denn, wo Ronaldo geboren ist? Auf Madeira. Das ist richtig. Das ist irgendwie so allgemein. Was ist das wichtig? Weil Madeira halt so. Ist das wirklich? Ja. Ich dachte, das wäre ein Meme. Nee. Ich glaube, da gibt es sogar so eine Statue von dem oder so. Oder gab es mal? Keine Ahnung, weiß nicht. Aber die wurde jetzt abgerissen genau. für die Statue von Unge. Das ist richtig. So. Ich hoffe es, hallo? Naja, King of the Island. Genau, Ronaldo wurde auch aus dem Geburtsregister hier einfach rausgestrichen. Ach, ich weiß es doch nicht, woher soll man das denn wissen? Du weißt es nicht, woher soll man es denn wissen? Wir gucken mal, was ihr gesagt habt.
Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich habe... Das würde ich gar nicht sagen. Ich wollte Ariana nehmen und deswegen habe ich dann Ronaldo genommen. Ja, ich hätte es auch so machen sollen. Original. Das war meine Taktik. Du wolltest Ariana nehmen, du hast aber dann Ronaldo genommen. Das war deine Taktik. Und die Taktik, die ging auf. Oh. Wir haben nämlich über 32 Millionen Likes auf dem Bild von der Schwangerschaft von Ronaldo und Georgina. Und 26 Millionen auf Ariana Grande. Das war tatsächlich ein 50-50. Das wusste niemand von euch. Aber Dal und Lumi liegen richtig. Kriegen einen Punkt. So, vielleicht kommt jetzt gleich mal was. Man darf die Fußballstans auch nicht unterschätzen, ne? Also, dass die da ihrem King die ganzen Follows reinknallen. Ja, ich bleib überlebt. Gibt's mehr Fußballfans oder gibt's Ariana? Mehr Girls. Guck mal, bei Ariana ist das Problem, da denken sich alle Männer so, scheiße, jetzt habe ich keine Chance mehr. Hast recht, Alter. Aber die meisten easy, davor hätte ich die easy noch haben können, aber jetzt ist sie verraten, die kriegt die kein Like mehr von mir, die Alte. Ariana Grande ist die aus Fortnite, ne? Ja. Richtig, ja. Ich glaube, dass dadurch, dass es natürlich auch so ein sehr emotionales Bild ist, wo so Ultraschall und so mit drauf ist und großes Gesicht und das andere war nur so ganz klein. Ariana Grande ist an sich populärer als Ronaldo, würde ich behaupten. Ich glaube, das würde ich zumindest stark von ausgehen. Ich glaube, das liegt legit nur daran, dass die Männer sich denken, ja, Mann, er hat die Alte geschwängert. Und bei Ariana denken die sich, jo, keine Chance mehr. Das ist original. Ich würde dafür Geld verwetten, dass es deswegen so ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, wie bekannt die beiden sind. Hat so übel viele. Aber denkst du nicht, dass mehr Leute Ronaldo kennen? Also jeder kennt doch Ronaldo und ohne sich auch nur 0% für Fußball zu interessieren, oder? Das stimmt vielleicht, ja. Ariana Grande ist eine Schlagersängerin, als ich das erste Mal gehört habe. Ariana Grande hat 340 Millionen Follower auf Instagram und Cristiano... Und hat 1,9? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder ist das eine Fanpage hier? Genau, 1,9 Millionen. Fans auf Facebook. Genau. Cristiano Ronaldo hat 500 Millionen. Der hat 160 Millionen mehr. Ich dachte wirklich, als das Fortnite-Event war, das war ein Flag in der Säge. Ja. Ist das nicht die Schwester von Helene Fischer? Nee, ihr habt recht. Cristiano Ronaldo hat deutlich mehr auf Instagram. Der hat 500 Millionen. So, das der postet auch die ganze Zeit so halbnackte Bilder. Kein Wunder, was eine Schwester ist. Cristiano Ronaldo ist so ein kleiner Thirst-Trapper. Das stimmt. Ich finde das Bild gar nicht. Gebt euch mal die nächste Frage. Ich sag dir, die meisten Likes davon sind trotzdem Männer. Auch bei den halbnackten Bildern. Wisst ihr, was die goldene Himbeere ist? Na sicher. Ja. Schlechte Filme oder so? Schlechte Schauspielleistung? Richtig. Schlechte Schauspielleistung. Ich würde von euch gerne wissen, wer von den beiden Kollegen hier mehr goldene Himbeeren hat. Oh Gott, okay. Hat Adam Sandler so viele schlechte schauspielerische Leistungen? Also ich meine, bei Kristen Stewart, die haben halt alle gehatet so und deswegen war sie dann so für eine Weile so, schlechte Schauspielerin. Ich hab gar keine Ahnung. Lass mal bitte gleich ganz intensiv drüber diskutieren, wenn wir alle eingeloggt haben. Was weiß ich? Ich weiß gar nichts. Ihr habt alle angelockt? Ja. Ihr wollt nicht flipfloppen? Nö. Flipfloppen? Nee. Dann gucken wir, was ihr gesagt habt. Was mache ich falsch? Adam Sandler müsste doch jeder Film sein, oder? Ich denke halt auch, Adam Sandler hat so viele Filme. Alleine weil Kristen Stewart nicht so viele Filme produziert hat, müsste es eigentlich Adam Sandler sein. Und bei Kristen Stewart ist halt so dieses Twilight-Ding zwar krass, groß gewesen, aber ich wüsste nicht, dass danach noch irgendein Film so dermaßen relevant gewesen wäre, dass sie dafür eine goldene Himbeere bekommen hätte. Wobei Adam Sandler jedes Jahr irgendeinen Film rausballert, der auch von vielen geguckt wird und Adam Sandler ist dann auch immer, sorgt auch immer so gut für Schlagzeilen, sage ich mal, für die goldene Himbeere. Weil jeder kennt auch Adam Sandler so. Nach Twilight war jeder so, Kristen Stewart, who's that? Kristen Stewart ist ja bekannt so für dieses ich will nicht sagen Resting Bitch Face, aber sie hatte immer so ein sehr emotionsloses Gesicht. So, in bestimmten Filmen, ne? Sehr emotionslose Darbietung. Und hat dafür 9 Nominierungen für Goldene Himbeeren gekriegt. 9 Stück. Echt? Ja. Krass. 9 einzelne Nominierungen. Wie viele Twilight-Filme gibt es? Bestimmt irgendwie 5 oder 6. Das heißt, safe. Moment, es gibt mehr als einen? Ehrlich? Ja. Oh.
dachte, das ist einfach der Film Twilight. Sind nicht drei oder vier? Hä, hey, ist ja wie mit Star Wars, ne? Ein Film. Star Wars. Ja, 9 Nominierungen. Über die Auszeichnung sprechen wir gleich noch. Adam Sandler hat auch in sehr vielen Filmen mitgemacht. Und ist auch für die ein oder andere nicht so gute Schauspielleistung bekannt. Und hat neben seinen 30 Nominierungen auch den Rekord für die meisten goldenen Himbeeren überhaupt. Ja? Er ist am meisten ausgezeichnet von allen Schauspielern. Kristen Stewart hat eine. Aber das kommt nicht an Adam Sandler ran. Prozentual wäre es wahrscheinlich Sandler. Bei 900 krass, Filmen pro Jahr. Ja, er macht quasi auch in jedem Trash-Film mit, den es halt gibt, ne? Mhm. Kristen Stewart ist da ein bisschen selektiver, glaube ich. Das stimmt. Ja. Aber ist Adam Sandler doch gar nicht so bad, oder? Also Finn. Ja, ich finde gar nicht, ich schon so geben, ja, aber ja, mein ich so auch. Dieser ne? Dad-Humor, ne? Ist halt schon so ein bisschen. Ja. Also, ja. Wenn man natürlich so krasser Rick und Morty-Viewer ist, da ist der Humor natürlich zu dumm für jemanden. Aber also man kann sich die schon easy geben, die Filme. Ist okay. Es gibt, glaube ich, ein paar, in denen er echt ganz gut ist. Und es gibt ein paar, die sind halt auch einfach schrecklich. So. Und ich glaube, egal, was du da machst, kommt dann die Schauspielleistung wahrscheinlich auch nicht so rüber. Man muss ja einen Grund geben, warum man Adam Sandler ja mal bucht, ne? Also. Ja. Vielleicht. Und es muss da einen Grund geben. Ne, ich habe keine Überleitung dafür gefunden. Jetzt wollte ich sagen, einen Grund geben für, aber ich kriege hier keine Überleitung. Ich zeige einfach die Frage. Wir haben einmal Harry Potter und der Orden des Phönix und einmal haben wir Herr der Ringe, Fellowship of the Ring. Danke, dass du gesagt hast, dass das Herr der Ringe ist. Ah, doch, doch. Ja, das ist Herr der Ringe, Fellowship of the Ring. Und ich würde von euch gerne wissen, welches Buch, ihr habt die Frage schon gesehen, ne? Chat, Frage ist, welches dieser beiden Bücher mehr Lesezeit hat, eine längere Lesezeit? Bei einer Geschwindigkeit von 250 Wörtern pro Minute, aber im Endeffekt ist Geschwindigkeit egal, ja, ein Buch hat einfach mehr Wörter als das andere. Was ist das für ein wildes Cover bei Herr der Ringe, ey? Das ist voll. Sehr gute Frage. Modern. Crazy. Das ist das Ding, das rechts ist Die Gefährten, das Buch, oder was? Also so genau, der erste Teil. Ja. Das Buch, also das Cover, The Lord of the Rings Part 1. Ich hab das auch noch nie gesehen, aber. Ich kenne dieses original grüne Cover quasi. Ich hab mich entschieden anhand der Filme. Echt? Ja, ich hab's noch nie geschafft, Die Gefährten zu Ende zu gucken. Das heißt, das Buch ist bestimmt auch ewig lang. Das ist meine. Krass. Hast du die ganze Herr der Ringe Reihe da nicht geguckt, da, Lu? Nein, gar nicht. Ich habe keinen Herr der Ringe Film zu Ende geguckt. Ich hatte Die Gefährten 2-3 Mal geguckt, bin 2-3 Mal eingeschaltet, danach nie wieder versucht oder so. Also, ja. Ich habe okay. Die Ringe der Macht habe ich angefangen und Der Hobbit habe ich unweigerlich alles gesehen. Hast du Herr der Ringe geguckt, Baso? Ja, ich glaube, ich habe jeden Film geguckt, aber es ist schon übel lange her, dass ich die durchgeguckt habe. Watch Party! Aber die gehen so lang, ne? Die Filme. Ja, ich würde jetzt einloggen. Ich würde Tage dafür nehmen. Mach's einfach. Den ersten, ne? Linda und Dalu haben gesagt, Herr der Ringe. Lumi hat gesagt, Harry Potter. Lumi okay. Kennt sich bestimmt aus. Das ne? Ding ist, ich habe beide Bücher zu Hause gehabt. Und Harry Potter und der Orden des Phönix ist ein Riesenbrecher. Herr der Ringe und Taschenbuch. Sind auch fett. Ja, also kann man so als Taschenbücher haben. Herr der Ringe habe ich auch länger nicht mehr. Also früher hatte ich die zu Hause, die habe ich nicht mehr zu Hause. Aber ich meine, der Orden des Phönix ist so mit eins der fettesten bekannten Fantasy-Verfilmungen, Bücher, Dinger. Und das ist auch das dickste Buch mit der wenigsten Filmzeit in der Harry Potter. Die Harry Potter-Bücher waren alle fett, ne? Die waren alle so richtige Klopper, oder? Nee. Nicht. Also so 1-4 ging so, aber der 5. war über 1000 Seiten. Okay. Das ist so ein richtiger Brecher. Ja. Harry Potter und der Orden des Phönix hat 272.688 Wörter. Das sind über 1000 Seiten. Herr der Ringe kommt nicht ganz auf die Hälfte. Das ist eine Lesezeit von 8 Stunden und 6 Minuten bei 121.000 Wörtern. Ich glaube, das sind so das Buch ist kürzer vielleicht über 500 Seiten oder so. Also
Herr der Ringe hat deutlich weniger Seiten tatsächlich. Harry Potter sind ja auch immer sehr. Die sind immer diese dicken Wälzer, ne? Was gerade Lumi schon gesagt hat. Mehr Seiten, mehr Lesezeit. Punkt geht an Lumenti. Ich dachte, dadurch, dass die Filme so lang sind. Ja, ich dachte auch. Sinn, dass das Buch einfach. Weil normalerweise hast du ja. Das, was im Buch steht, schaffst du gar nicht alles in den Film zu machen. Und dann dachte ich, wenn der Film schon so lang ist, muss das Buch ja einfach noch länger sein, eigentlich. Nee, they did Order of the Phoenix einfach dirty. Die haben da so viel rausgelassen aus dem Buch. Das hätte ich auch direkt gedacht, na, weil die Herr der Ringe-Teile gehen ja auch immer irgendwie 3 oder 4 Stunden. So. Die sind da richtig lange. Mhm. Ja, und jede Minute davon ist awesome. Mhm. Das muss so Philipp mal sagen. Ja. Okay. Bleiben wir bei Harry Potter. Diesmal aber speziell bei den Filmen. Und es hilft euch jetzt, wenn ihr wisst, wer bei den Filmen Regie geführt hat. Weil ich von euch wissen will, wer von diesen beiden Kollegen bei mehr Harry Potter Filmen Regie geführt hat. Oh, okay. Ich lese den Namen gerade zum ersten Mal. Ich kenne gar keinen davon. Ich auch. Gar keine Ahnung. Inne, mene, mo und raus bist du. Super. Wie viele Filme gab's? 11? Ist die Frage, ob auch die Fantastic Beast Filme mit reingezählt werden. Aber ich denke mal schon. Nein. Nee? Nein. Okay. Na gut. Dann gibt es 8 Filme. Korrekt. Ja, okay. Wir locken einmal ein, außer ihr wollt flipfloppen. In 3, 2, 1. Nope. Da haben wir einmal David Yates. Er hat Teil 5 bis 8. Oh, das ist aber knapp. Teil 5 bis 8. 5, 6, 7, 8. 4 Teile. Gute Chris Columbus. 2. Nur für 2. Teil 1 und 2. Und damit geht der Punkt in Dalu und Lumenti. Ich glaube, David Yates hat sogar auch noch die Fantastic Beasts-Filme gemacht. Ich glaube, das weiß man nicht. Nee, ich glaube, Carla weiß es vielleicht. Aber das Ding ist, Chris Columbus ist auch sehr bekannt dafür, dass er die ersten beiden gemacht hat. Mm. Und der hat auch mehr, also das Bild sieht ja auch viel Harry Potter-mäßiger aus. David Yates haben die ab dem 5. Teil genommen. Und ich weiß das auch nur, weil ich mich darüber abgefuckt habe, dass ab dem 5. Teil die Filme für mich super scheiße wurden und ich mich voll geärgert habe, dass sie nicht den Typen aus dem 3. Teil genommen haben. Deswegen hat Wer war aus dem David 3. Teil? Weißt du das auch? Alfonso irgendwas. Alfonso irgendwas. Meine ich. Also wenn ich den Namen lese, dann weiß ich's. Aber ja, ich habe einfach die Entscheidung nicht verstanden, warum David Yates da genommen wurde. So. Weil ich die Filme ab dann einfach nicht mehr so gut fand. Aber deswegen wusste ich, dass er so viele gemacht hat. Ich wusste nur, dass Columbus 2 gemacht hat und habe dann gehofft, weil es noch 6 gab, dass der andere mehr hatte. Ich höre die Namen zum ersten Mal tatsächlich, aber es ist schon ewig her. Ne? Also ich habe Teil 1 und 2, ich weiß nicht, wann kam der erste Teil raus? 2001. 2001 ist ja auch schon lange her. Da war ich das stimmt. 8. Die hatten Anfang des Jahres dieses 20-jährige Jubiläum von den Filmen. Hm. Ach nee, ich hab die gar nicht mehr im Kopf tatsächlich. Ich hab die schon so lange nicht mehr geguckt. Nur mal immer, wenn ich am Weihnachten zu Hause bin, guckst du im Fernseher rein, dann läuft gerade irgendwie so der 3. Teil gerade. Weiß ich nicht. Oder der 2. Ist der 2. das, wo sie im Dorf sind? Nee, ne? Der 3. Im Dorf? Ja, es gibt doch dieses Dorf, wo alle mal hingehen und dann so Butterbier trinken und sowas. Das ist der 3. Das ist der 3., ja. Genau. Den sehe ich immer. Immer genau bei der Stelle. Ich weiß nicht warum. Egal. Ich habe eine weitere Twitch-Frage für euch. Und. Die Frage bezieht sich auf 2 Damen. Die habt ihr einmal hier. Hm. Und ich würde von euch gerne wissen, wessen Followerschaft in den letzten 7 Tagen mehr gestiegen ist. Freebie. Also jetzt oh nein. Wird gebaitet. Also wenn das ein Bait ist, dann bin ich raus. Weil dann kann ich mir das erlauben? Kann ich gar nichts mehr richtig beantworten. Oh, ich würde so gerne auf das Gegenteil nehmen. Moment. Ihr habt alle schon abgestimmt. Ja. Dann gucken wir mal, was ihr gesagt habt. Ich glaube,
so offensichtlich. Ei, alle haben gesagt, Nova. Ja, und das ist zu krass, das weiß Vlesk ja auch. Ihr habt nicht beachtet, dass die letzten 7 Tage natürlich nur vom 4. bis zum 10.11. geht. Hm? Weil die Fragen ja am 10.11. fertig waren. Damit ist nicht die letzte Woche gemeint. Warum sagst du das denn nicht vom 4.? Weil es keinen Unterschied macht, weil ihr natürlich trotzdem recht habt. Da war ja Seven vs. Wild auch schon draußen und Nova hat 15.000 in den letzten 7 Tagen gemacht. Ich dachte genau das. In den letzten 7 Tagen wahrscheinlich noch mehr. Aber auch die Tage davor, also auch vom 4.11. bis zum 10.11. Generell alle Fragen, die sich immer so auf die letzten 30 Tage, 7 Tage und so beziehen, gehen immer nur bis zum 10.11., weil da die Fragen halt schon fertig waren. Aber in dem Fall hat es keinen Unterschied gemacht. Sonst hätte ich es euch auch nochmal gesagt. Bilder von den beiden wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Was hat Honeypudel in den letzten 2 Wochen dann so krass gemacht? Also bei Nova ist es ja Seven vs. Wild gewesen, mit den Reactions und Co. Wahrscheinlich. Ich würde davon ausgehen, dass es einfach nur Kooperationen mit anderen Streamern sind, aber ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Bei Nova bin ich mir relativ sicher, dass Seven vs. Wild sehr hart mit reinspielt. Bei Honeypool ist es Craft Attack anscheinend. Minecraft. Hm. Wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Ja. Aber ihr habt alle drei recht. Habe ich euch Punkte gegeben? Nein, habe ich nicht. Jetzt habt ihr die Punkte. Juhu, danke, Toni. Und jetzt sind wir nicht mehr ganz bei Twitch. Jetzt sind wir bei amerikanischen Präsidenten. Und ich will von euch wissen, wer länger Präsident der Vereinigten Staaten war. Roosevelt oder Ronald Reagan? Oh Gott, okay. Nimm das Gegenteil. Nimm das Gegenteil. Keine Ahnung. Und ihr habt alle sehr schnell eingeloggt. Deswegen gucken wir einfach, was ihr gesagt habt. Plopp. Ah. Ihr seid euch wieder. Okay, das ist zumindest. Ihr seid euch wieder einig. Gibt kein Plus, gibt kein Minus. Ihr seid euch wieder einig. Und ihr habt alle auf den guten Roosevelt gestimmt. Kann ich sagen, Reagan hatte 2 Amtszeiten. 1981 bis 1989. Roosevelt ist der einzige amerikanische Präsident, der 4 Amtszeiten hatte, weil er während dem Zweiten Weltkrieg Präsident war. Und ich glaube mittlerweile davon auch gar nicht mehr als 8 Jahre. Mittlerweile darf man nur noch 2, glaube ich. Mehr als 2 machen, ja. Genau. Roosevelt war deutlich länger mit 4 Amtszeiten. Ich glaube, eine war so halb angebrochen und damit kriegt ihr natürlich alle den Punkt. Bang. Ich glaube, viele hätten es sehr begrüßt, Obama noch ein drittes Mal zu sehen, aber da war ja dann das mit Hillary versus Trump. Nachdem ja, seine 2 Amtszeiten vorbei waren. Solange es nicht nochmal Trump wird, alles in Ordnung. Wir bleiben bei der Politik, okay? Nee. Kennen wir uns nämlich alle sehr hervorragend mit aus. Vor allem auch mit dem Deutschen Bundestag. Speziell im 20. Ja. Und wer mehr Sitze im Deutschen Bundestag hat? Die Grünen oder die FDP? Jetzt gerade? Oder? Ja. Aber erst ab dem 10., ne? Ja, von 4. bis 10. Achso, das ist letzte Woche, ja. Keine Ahnung. Warte. Ihr flippert und flobbert noch ein bisschen rum. Aber jetzt habt ihr alle gewählt. Echt, ihr seid euch unsicher? Und deswegen gucke ich mal, was ihr gesagt habt. Ich weiß sowas nicht. Lena ist die Einzige, die gesagt hat, die Grünen. Dalukat und Lumi Schlumi. Super. Haben gesagt FDP. Tatsächlich ist es relativ knapp. Ja, also jetzt nicht super eindeutig. Aber im 20. Deutschen Bundestag hat das Bündnis 90 mehr Sitze als die FDP. Mit 118 zu 92, also die Grünen
Haben mehr Sitz im Deutschen Bundestag und Linda snackt sich einen Punkt. Das wusste ich natürlich, weil ich bin nicht gut in Politik und ich interessiere mich auch sehr dafür. Ja, das weiß man doch, Leute. Das weiß man doch. Oh, ja, ich habe mich auch nur verklickt, das weiß man. Peinlich, wenn man es nicht weiß, war da eine Frage? Hä, ich hatte doch links gedrückt. Oh, es muss ein Fehler sein. Ja. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass SPD und FDP quasi die Mehrheit gewesen wären, aber dann war es wohl SPD und Grüne. Ja, Grün am trotzdem mehr Sitze. Aber es ist ja jetzt nicht super eindeutig, ne? Aber leicht mehr Sitze. Ja. Und bei der nächsten Frage geht's, und ich glaube, das ist Absicht gewesen von Carla, aber es geht schon wieder um Sitze. Aber um Sitzmöglichkeiten in den beiden Sälen. Einmal im Ruhrkongress Bochum und einmal in der Royal Albert Hall. Okay. Und das weiß man natürlich auch. Ja. Wo es mehr Sitzmöglichkeiten gibt. Ich weiß nicht mal, wo die Royal Albert Hall ist. Das gucke ich eben für dich nach, weil ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung habe. Es ist London. Mhm. Es ist eine Konzerthalle in London. Mhm. Und der Ruhrkongress Bochum ist... Bochum, oder? Naja, es ist halt Bochum. Ja, okay. Kannst du mal kurz nachgucken, oder? Egal, wie viele Sitze die haben, da wird sich niemand reinsitzen. Okay, ihr habt alle gewählt. Also gucken wir mal, was ihr angetippt habt. Nein, Linda hat wieder das andere. Linda hat schon wieder. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich bin schlecht. Wir sind falsch. Vielleicht machst du es ja richtig. Ja, aber vielleicht bist du ja nicht schlecht, sondern gut gerade. Letzte Runde hast du absolut richtig auf die Grünen getippt. Also für Linda war die Aussage, dass es in London ist, wichtig, dass es viele Sitze gibt. Ja, ich dachte mal, da sind viele Menschen oder so. Ich dachte, die Robert Albert Hall klingt irgendwie fancier und sieht größer aus. Deswegen ist es bestimmt Bochum. Ja. Das hätte ein Bait sein können, war es aber nicht. Royal Albert Hall hat fast doppelt so viele Plätze und da ist natürlich absolut richtig. Ja, ey. Ja. Wo in Bochum braucht man keine 6000 Plätze? So, da gibt es nicht mal 6000 Leute. Gar nicht so viele Menschen, deswegen gibt es die ja bestimmt, weil man die eben nicht braucht. So normaler Wahnsinn, you know? Realer Irrsinn. So, realer Irrsinn. Normaler Wahnsinn. Ja. Normaler Wahnsinn. Realer Irrsinn. Das kann man aber auch wieder so eine Quatschfrage und ich werfe die Münze mal falsch. Ja, die Münze, die ist falsch geworfen worden, aber vielleicht hast du beim nächsten Wurf mehr Glück. Jetzt haben wir nämlich nicht die Anzahl an Sitzen, sondern die Höhe von Netzen und ich würde von euch gerne wissen, welches Netz höher ist. Was ist das denn? Ein Volleyballnetz oder ein Badmintonnetz? Welches Netz ist höher? Was ist das für ein Bild? Linda war sich sehr sicher, hat instant eingeloggt. Bin gespannt, was ihr wählt. Yes, on the move. On the fly. Das sieht irgendwie aus wie CGI, aber irgendwie auch nicht. Ist das a real human? I don't know. Sieht sehr wild aus. Wenn ich so snatched aussehen würde, wenn jemand beim Sport von mir ein Foto macht, wäre ich ohne Witz. Ein Model. Ihr habt alle eingeloggt, ja? Mhm. Gucken wir mal, was ihr gesagt habt. Linda und Daluk haben gesagt, das Volleyballnetz. Mm. Lumi hat gesagt, das Badmintonnetz. Mm. Das Badmintonnetz endet auf einer Höhe von 1,55 Meter. Mm. Volleyball ist, glaube ich, ungefähr so groß wie ich. Volleyball muss auf jeden Fall die Hand ausstrecken. Ich habe ehrlich Volleyball gesagt keine Ahnung, wie ich schon mal ein Badmintonnetz gesehen habe. Deswegen dachte ich so safe, weil man ja immer so voll so hui. Ja, aber da kann man auch drüber schmettern tatsächlich. Und das ist beim Volleyball nur durch Springen der Fall aus. Du bist sehr groß, weil das liegt auf einer Höhe von 2,43 Meter. Und damit geht's. Ja. You sure? Ja. Ich habe so oft Volleyballnetze aufgebaut, weil ich mal in so einer Volleyball-AG und so shit war. Hey, krass. Aber hast du aber für Kinder ist es wahrscheinlich ein bisschen weiter unten, würde ich von ausgehen. Wenn du einen Volleyballspieler anguckst. Volleyballspieler, selbst wenn die sehr groß sind, können die ja nicht übers Netz drüber gucken. 2,43? Ja, du überleg doch mal, beim Volleyball musst du wirklich hochspringen. Ah, 2,24 für Frauen, okay. Ah, ist ja auch nicht viel weniger, what the fuck? Das Ding ist... Also wenn ihr euch ein Volleyballnetz vorstellt, selbst ein sehr großer Mensch kann da ja nicht einfach drüber gucken. Das wäre ja komplett OP, wenn er einfach so machen würde. Kein Wunder, dass ich ja immer nicht rangekommen bin oben. Zum Blocken müssen die schon alle springen. Aber haben die deine Handgelenke nicht wehgetan beim Volleyball?
Ja? Ich swear to God, ich hatte danach immer so richtig krasse Blaue Flecke. Naja, damals war ich noch jung und frisch, Lumi. Mittlerweile. Ich auch, aber trotzdem hatte ich Schmerzen aus der Hölle, als hätte da jemand drauf gehämmert. Ja, so die flache Hand, wenn man so Angaben gemacht hat. So. Boah, nee, Alter, das war früher, also gar nicht mehr. Habe ich irgendwie mehr. Ich hatte damals schon so Gamer-Handgelenke. So zarte Gelenke, die nur so für die Maus. Ja, bist auch kleiner als ich, Lumi. Ich bin größer und kräftiger und stärker, weißt du? Oder so. Hä? Nein, du bist viel kleiner als ich. Wirklich? Nein. Ja. Doch. Hattest du an Halloween hohe Schuhe an? Scheiße, du hast recht. Ich konnte mich noch an Halloween erinnern, wo du so, hättest du auf meiner Brust so schlafen können. So, hey, du bist ja viel kleiner. Ja. Ne? Moment, hatte ich hohe Schuhe an, ich bin dumm. Das stimmt. Ja. Nehme alles zurück. Beim Volleyball gibt's Leute, die den Ball übers Netz schlagen. Das nennt man dann einen Spike. Ja? Und wenn ihr einen Spike habt, dann geht's eher um Internet. Die nächste Frage ist, oh Gott. Welcher Provider mehr Breitbandkunden versorgt? Ja, muss ja safe sein. Also, kann ja nicht schief gehen. Boah. Die eine hat null. Ich hoffe nicht Vodafone, Alter, sonst tun mir alle Leute einfach nur leid. Also, es wäre eine Freya, wenn ich das andere nehme, wenn das ist mir egal. Ich habe alle instant angelockt. Ja, instant angelockt. Das ging sehr schnell. Und wenn ihr nicht swappen wollt, dann logge ich in die Reisekunde ein. Hm. Bitte einloggen. Ich sag mal. Also ich glaube, Vodafone ist richtig, weil Vodafone ja über die hier Unity Media TV-Buchse kommt. Das wird überall sein, gefühlt. Ja, Unity Media wurde von Vodafone ja übernommen. Genau. Und ich glaube, weil Vodafone auch günstiger ist als Telekom. Ja, aber da steht ja, versorgt mehr Breitbandkunden. Vodafone hat, muss ein Bild sein. Es ja, muss null halt sein. Also es ja. Also, da steht nicht, wer hat mehr Anschlüsse. Praktisch gesehen müsste bei Vodafone natürlich eine Null stehen, das ist klar. Technisch, Vodafone natürlich Kabel, ganz viele Anschlüsse haben halt einfach kein Kabel, haben kein Glasfaser oder kein VDSL. Mhm. Und da muss man halt dann auf Vodafone zurückgreifen. Mhm. Die Leute tun mir sehr leid und zum Glück sind's immer noch mehr Leute, die von der Telekom versorgt werden mit 14,48 Millionen. Aber es ist knapper, als man denkt. Also ihr habt sehr schnell eingeloggt, aber die Telekom, Vodafone versorgen relativ. Also die Diskrepanz zwischen den beiden ist nicht so hoch. Dalu und Lena kriegen allerdings ein. Absolut, also das letzte Mal, dass ich mich für Vodafone entschieden habe. Also ich hab Telekom nur gedrückt, weil ich Vodafone nicht generell drücken wollte. Aber ich dachte, Vodafone hat jetzt dreimal mehr. Also wirklich. Immer für eine Enttäuschung gut, diese Firma. Ich dachte irgendwie, dass vielleicht auch mehr so Firmen einen Telekom-Anschluss haben, als jetzt unbedingt nur Privatpersonen. Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber haben beide natürlich. Das ist halt echt so durch die Übernahme und dadurch, dass es halt günstiger ist, so dass viele da so gezwungen sind. Ja, mit der TV-Buchse dachte ich, hat das eh jeder. Genau. Also, weil das Kabel, ist ja, glaube ich, nie in jedem Haushalt. Kabel Deutschland war es ja früher so. Ganz oft haben die Leute halt nur einen Kabelanschluss gehabt und darüber halt Internet bezogen, weil es noch keine Leitung von der Telekom gab. Und das wurde dann, glaube ich, zu Vodafone, wenn mich nicht alles täuscht. Oder wurde halt von Vodafone geschluckt. Und deswegen haben ganz viele Hausanschlüsse das halt. Das wusste ich gar nicht. Kabel. Ja? Weil ganz viele Leute einfach keinen Anschluss hatten. Ich weiß gar nicht. Aber Telekom baut ja aus. Das wären, glaube ich, jetzt immer mehr. Wir gehen mal weg vom PC, rein in die Natur und hin zu kleinen Tierchen. Wenn da eine Spinne kommt. Da kommt keine Spinne. Okay. Bin kein Monster. Wobei ich die Frage nicht gemacht habe. Eine Koala ist anscheinend kein Monster. Es geht nicht um Spinnen, es geht um Faultiere und Koalas. Okay, dann ist gut. Das sind ja kleine Tiere, hä? Ja, jetzt nicht kleine Tiere, aber also jetzt nicht so groß wie ein Mensch, aber halt. Na? Okay. Faultiere und Koalas. Mhm. Welches der beiden Tiere schläft pro Tag mehr? Oh, ist das wieder so ein Bait? Da guckst du mal. Ach, ist mir egal. Ist es ein Bait? Oder ist es kein Bait? Das ist bestimmt wieder ein Bait, das ist wieder genau das andere. Whatever. Koalas haben einfach riesig. Bin ich mal gespannt, ob X noch länger schlafen kann. Ihr habt alle angelockt. Ja. Wusstet ihr, dass Koalas auch so eine Bauchtasche haben, wie so Kängurus, wo das Baby so drin hängt? Das hier ist süß. Ja, nee. Aber es ist auch ein bisschen gruselig. Ja. Die haben auch einen ganzen. Eine wilde Nase, finde ich. Wenn man sich die mal so ein bisschen länger anguckt von einem Koala, finde ich die irgendwann so ein bisschen gruselig. Nein, die sind nicht so groß. Ja. Guck mal, was ihr gesagt habt. Hast du eine große Nasenbase? Nee, ich bin selber eine. Kann natürlich sein. Faultiere.
Ja, ich bin halt für den Bait gegangen, ne? Du bist für den Bait gegangen. Ja. Das heißt halt auch Faultier. Ja. Und es schläft pro Tag 10 Stunden. Ich hab mal gehört, schläft sehr lange. Ich habe gedacht, schläft 22 oder so. Oh. Ja, ich glaube, schläft nicht so lange. Zwischen 60% und 80% des Tages am Schlafen. Das kann gar nicht so lange schlafen, das Faultier. Es kann nur 10 Stunden schlafen, aber wenn das irgendwo hingehen muss, das ist ja so langsam, das braucht einfach sehr lange. Sprich, das muss einfach lange am Tag unterwegs sein. Das geht einfach sein. Nicht irgendwo hin. Das schläft einfach nur. Ja, das ist eine Sache, die ein Koala macht tatsächlich. Schläft über 18 bis 20 Stunden am Tag. Für den Bait ist es ja, man wird ja nur verarscht. Du bist für den Bait gegangen und du bist leider auch drauf eingefallen. Der Koala ist die richtige Antwort. Die schlafen quasi nur. Die stehen nie auf. Ich hab gedacht, die essen ganz viel Bambus die ganze Zeit. Ja, die Stunden, Eukalyptus. Die wach sind halt. Ja, mein ich ja. Eukalyptus. Und dann gedacht, die essen deswegen sterben die auch so oft bei Waldbränden, weil die immer so an denselben Stellen sind und halt nicht schnell genug wegkommen und immer pennen und so. Ja. Aber Faultiere bestimmt auch. Nee, da gibt's keine Waldbrände, da wo die sind, war. Oh. Die gehen so 8 Stunden am Tag so über die Straße drüber. Ja, genau. Oder hängen sich an die Arme von irgendwelchen Passanten. Wo laufen die denn hin? Ich dachte, die schlafen nur. Linda, macht nichts, wir bleiben trotzdem bei Tieren. Ich habe jetzt eine Frage zu Gänsen und Schafen. Was? Okay. Ich will von euch wissen, welches dieser Tiere, die sehr süß sind, eine höhere Lebenserwartung hat. Wie dieses Schaf einfach in meine Seele schaut. Okay, das ist eine wild. Das Ding ist, die Tiere haben ja alle eine super lange Lebenserwartung normalerweise. Nur die erreichen sie halt meistens nie, weil sie halt nach 2 Jahren immer schon so. Was ist in dem Fall eine hohe Lebenserwartung? So 15 bis 20 sagen? Jahre, würde ich eine sagen. Eine höhere. Ja, naja, aber allgemein, wenn du sagst, die haben beide eine hohe Lebenserwartung. Gänse und Schafe, so. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Gänse was denn, so. Was macht denn Gans? Ja, was. Ich hab mir auch was machen die so lange einfach? Ich habe mich noch nie gefragt, sag mal, wie lange lebt eigentlich so ein Schaf? Aber ich weiß, bei Vögel, Vogel lebt es eigentlich eh nicht so gut. Ich kann mir vorstellen, dass ein Schaf so 12, 13 Jahre irgendwie schafft, aber eine Gans. Ja, macht man Gans auch 12, 13 Jahre? Was macht eine Gans 12, 13 Jahre? Was macht eine Schildkröte so lange? Die latscht auch nur Tag da, so ein bisschen rum. Boah, ist schwierig. Die sind bestimmt weich, die sind so weich. Ja, die sind sauweich. Ja, die haben so ganz pieksige kleine Zähne, ganz viele. Ja. Und die sind auch richtig fies. Ja, die sind so gehässig, ne? Es ist Zeit, mir eine Antwort zu geben. Okay. Hab schon. Okay. Ja, damit bin ich zufrieden. Momenti hat in der letzten Millisekunde ihre Antwort geändert. Ich glaube, Säugetiere haben allgemein einfach eine höhere durchschnittlich weißt höhere Lebenserwartung. Weißt du, wie lange Papageien leben? So 80 Jahre oder so? Ich wollte gerade sagen, sind nicht super viele von diesen Special-Vögeln, so leben die nicht super lang. Echt? Aber ist eine ganz. Ja, richtig. Ich mache einen kurzen Prozess draus. Vögel haben tatsächlich sehr hohe Lebenserwartung. Und die Gans lebt bis zu 40 Jahre. Das Schaf nicht. 40 Jahre? Play points left. Leider ist da niemand. Scheiße, ich hätte nicht swappen sollen. Ich dachte, Vögel haben generell, glaube ich, einfach eine sehr hohe Lebenserwartung. Ich dachte, Vögel haben eine viel niedrigere als Säugetiere. Chris? Sie hätte auf jeden Fall gedacht, dass ein Schaf länger lebt als eine Gans. Anscheinend nicht. Lassen. Vor allem, wenn der Wolf dann kommt. Aber der würde ja die Ganze auch essen. Macht gar keinen Sinn. Scheiße, du hast recht. Verdammt. Mist. Das heißt sogar, Wolf, du hast die Gans gestohlen, gibst sie wieder her. So. Scheiße. Der Fuchs hat die Gans gestoßen, oder? Wolf. Nicht gegessen. Fast ein Wolf, ja, ist auch so, hat auch so 4 Beine. Ja, der Fuchs ist die Gans auf und der Wolf das Schaf, aber der Wolf, der macht das schneller wahrscheinlich als der Fuchs. Naja. Ja, ich erspare euch die Tierfragen. Gehen. Manu. Aber hier sind trotzdem Tiere auf dem Bild drauf. Es geht jetzt aber um Kontinente. Ui. Ja? Einmal Europa. Und einmal die Antarktis. Ja! Welcher Kontinent ist größer? Wann wurde die Messung getätigt? In welchem Jahr? Ja. Letzte Woche. Letzte Woche. Aber das ist gemein, weil auf dem einen Bild. Linda, ich überprüfe das für dich kurz, ja? Okay. Wann ist die Messung getätigt worden? Ist okay, brauchst nicht noch. Ah ja, gar nicht, steht nicht bei.
Okay. Warte. Das passt schon. Schade, schade. Und ihr habt eigentlich. Ich nehme jetzt das, von dem ich denke, dass es es nicht ist. Ich glaube, wir haben alle dasselbe, oder? Ich outsmarte jetzt. Oh. Ups. Genau, ich dachte, das wäre die Antarktis, deswegen habe ich Europa genommen. Genau. Einen weiteren Last Second Flip-Flop. Ja, also Europa ist sehr groß. Antarktis ist aber auch sehr groß. Hm. Kann ja sagen, es ist relativ knapp. Aber ein Kontinent ist schon ein gutes Stück größer als der andere. Also nicht relativ knapp. Ja, eigentlich nicht relativ knapp. Ich dachte, das ist super. Einer ist 30% größer als der andere. Und du hast recht, Dalu. Es ist relativ eindeutig. Antarktis ist ein gutes Stück größer als Europa. Mit 13,2 Millionen Quadratkilometer. Ja, kriegst du den Solopunkt. Vielleicht muss ich jetzt wieder bei den Sachen bleiben, von denen ich denke, dass es das ist. Ich raff's auch nicht. Wenn ich gebaitet werde, werde ich gebaitet. Wenn ich denke, ich werde gebaitet, werde ich nicht gebaitet. Ja, die Baitungen, die sind gemein. Manchmal ist es, wirkt es wie ein Bait, ist aber einfach überhaupt kein Bait. Da wird immer ein bisschen geflippt und gefloppt. Bisschen kleiner. Wir sind nicht mehr bei Kontinenten, wir gehen rüber zu Ländern. Fangen beide mit B an. Baso. Fangen sogar mit BA an. Baso. Bayern. Baso ist kein Land. Doch. Hast du gesagt, Lumi? Bayern ist auch kein Land. Bayern ist auch. Bahrain und Bangladesch. Mhm. Ich würde gerne von euch wissen, welches Land die höhere Bevölkerungsdichte hat. Das eine hat so voll das geile futuristische Neidbild und Bangladesch einfach so. Hier sind wir. Einmal Middle East und einmal ist Bangladesch Südostasien, ich glaube schon. Falls euch das irgendwie hilft. Aber lasst es von mir nicht baiten. Absolut gar nicht. Einfach nach Gefühl baiten gegangen. Gesagt, er hat baiten gesagt. Er hat baiten gesagt. Könnt einloggen in 3, 2, 1, plopp. Dalu mit dem Flip-Flop. Daluka, du dachtest wahrscheinlich, wow, guck dir mal das Nightlife auf dem linken Bild an. Nee, aber es ist sicher kein Bait, es wird einfach links sein. Nee, Bangladesch ist, ich denke, also ich war eigentlich, wenn du sagst, so, du stellst die Frage, du musst in 3 Sekunden drücken, hätte ich Bangladesch gedrückt. So, ich wäre mir eigentlich so sicher gewesen, dass Bangladesch richtig ist. Aber ich denke, Bangladesch hat auch viel mehr Fläche, die also nicht durch so Hochhäuser oder Co. besetzt ist oder durch überhaupt irgendwas besetzt werden kann. Ich glaube, Bahrain hat einfach viel mehr Gebäude. Ja, also die Städte in, da muss ich mal eben nachgucken, gib mir eine Sekunde. Ich glaube, die Städte in Bangladesch haben eine extrem hohe Bevölkerungsdichte, tatsächlich. Aber Bangladesch hat auch sehr viel unbesiedelte Fläche. Und das ist bei Bahrain ein bisschen anders. Und deswegen kommt Bahrain auf eine Einwohnerzahl von 1646 pro Quadratkilometer. Und das ist 500 höher. Und damit kriegt Dalukat wieder einen Solopunkt. Aber da ärgere ich mich nicht drüber. Weil bei dem linken Land, da wusste ich bis gerade eben noch nicht mal, wo das liegt. Geschweige denn andere Dinge. Das ist fein. Da ist das wieder so ein Bait-Ding. Aber es war schon wieder nicht so ein Bait-Ding. Ja, Bahrain ist so ein Bahrain ist so ein Formel-1-Ding, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Formel-1-Ding. Also Bahrain. Ja. Mhm. Genau. Ich dachte immer, das wäre am Rhein. Bahrain ist nicht am Rhein tatsächlich. Wo kommt aber damit Formel 1 gefahren. Wo ist deine Facebook-Seite, Lumenti? Poste den noch. Und ich. Ja. Kannst du den kopieren? Es gibt den, den Grand Prix von Bahrain. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Ich würde von euch gerne wissen, wer der jüngste Formel 1-Pilot war. Allgemein jüngste Fahrer so? Debüt. Wer das jüngste, also wer bei seinem Debüt jünger war. Aber Debüt heißt quasi bei seiner ersten Formel 1 Fahrt. So. Ja. Ja, genau. Also wenn du dann. Okay.
Carla, genau. Beim nächsten Mal übrigens keine Formel 1-Fragen mehr, ne? Zusammen mit Avengers. Bill, kann ja, ich nicht keine fragen. Avengers-Fragen, keine Marvel-Fragen. Boah, warum ja. nicht Marvel? Wo ist ja egal, wenn ich nicht dabei bin. Und wir gucken, was ihr gesagt habt. Wir haben einmal Lumi, die sagt, es ist Lewis Hamilton, und einmal Dalu und Baso, die gesagt haben, es ist Max Verstappen. Habt ihr, gab es einen Grund dafür? Ja. Ja, du guckst nicht so viel Formel 1, glaube ich. Du, nee, ich kann nicht sagen, ich hätte keine Ahnung gehabt. Ich habe keine Ahnung von Formel 1. Ich habe Lewis Hamilton genommen, weil ich weiß, dass er der jüngste Sieger, glaube ich, war. Oder der war zumindest sehr jung, als er damals seinen ersten Formel 1-Sieg hatte. Deswegen dachte ich dann so, ja, der Rechte sieht auch so jung aus. Safe einfach Lewis so. Nein, ich keine Ahnung, ich kenne den Max nicht, deswegen. Ja, genau. Ich kenne nur den da, deswegen habe ich den genommen, den ich nicht kenne. Max Verstappen müsste überhaupt der jüngste Formel-1-Pilot, also was das Debüt angeht, ja? aller Zeiten gewesen sein. Und krass. Ich glaube, danach kam auch, also was heißt danach, so viel Zeit ist auch nicht vergangen, aber ich glaube, er müsste der jüngste auf All-Time sein. Kürzlich sein Debüt gehabt, oder nein, was? Nein, aber Max Verstappen ist schon nicht von kein Urgestein. Also ganz okay. Formel 1. Ja, warte mal eben. Wo haben wir es? Genau. Max Verstappen ist 25 Jahre alt. Bei seinem Debüt war Lewis Hamilton 22. Max Verstappen hat auch nicht mal einen Führerschein, der war 17. Und damit ist er gegen Linda und. Ohne Dado Führerschein hat er ein richtig. Debüt. Aber wie Debüt darf der denn fahren, wenn er keinen Führerschein hat? Naja, ist halt ein Formel-1-Pilot, ne? Da brauchst du keinen normalen Führerschein für. Nee, Moment, ich glaube, Max Verstappen war dann sogar der Fall, wo sie es geändert haben. Ich glaube, da braucht man nur eine Rennlizenz, glaube ich, oder? Haben sie es geändert dafür? Ich glaube, sie haben es jetzt geändert. Ich glaube, es kann auch niemand mehr jünger sein als Max Verstappen. Ich glaube, das wird irgendwas war da, aber ich habe keine Ahnung, was. Ich glaube, du musst jetzt 18 sein oder so. Krass. Ja, weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber die Rennstrecke gehört natürlich nicht zum normalen Straßenverkehr. Und dafür brauchst du den Führerschein. Max Verstappen, du kannst ja auch als Kind irgendwie Go-Kart fahren. Kannst ja auch als Kind mit 300 km/h da durch die Ecken perzen. Ja, du kommst ja eher auch durch andere Ligen. Also fängst du ja nicht als Formel 1 ja. an, du fängst ja in dieser E-Kart. Meistens ist ja so Kart, ne? Kartfahrer. Ja, ja. Okay. Krass. Da haben wir die Übergänge, ne? Ging gerade ums Alter bei Formel 1-Leuten. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, ob mehr Frauen unter den 100 ältesten Menschen der Welt sind oder mehr Männer. Ich hab abgewartet. Ihr habt ja alle sofort eingeloggt. Niemand will ändern. Ihr habt alle gesagt Frauen. Ich glaube, Frauen werden generell einfach ein bisschen älter als Männer, oder? Ich glaube auch. Es gibt doch dieses geile Meme, deswegen leben Frauen länger. Wenn wir Blödsinn machen. Ja. Also sagen, unter den 100 ältesten Menschen der Welt sind 4 Männer. Okay, das ist so schlimm, das muss ich. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Es ist sehr dominant. Es ist sehr dominant, Frauen. 4 Männer unter 100, sprich, relativ klare Antwort. Krass, ey. Genau. Jetzt gehen wir zurück zum Sport, warum auch immer. Aber nicht nur zum Sport, sondern eher zum Kalorienverbrauch bei bestimmten sportlichen Aktivitäten. Ich würde von euch gerne wissen, was mehr Kalorien verbraucht. Joggen oder Skifahren. Und es geht hier anscheinend um die Durchschnittsfrau mit 70 Kilogramm bei 30 Minuten sportlicher Aktivität. Falls euch das irgendwie hilft. Ja. Können wir da gleich noch kurz drüber diskutieren? Können wir gerne machen. Nice. Da fehlen mir nämlich auch so ein paar Sachen, weil Joggen, wie intensiv und so, das bin mir auch nicht sicher, aber vielleicht kann ich euch da ganz kurz noch Infos raussuchen, falls ihr irgendwie braucht. So, wie viel km/h? Welche Steigung? Das ist eine gute Frage. Da habe ich leider keine Infos zu. Nein, ist auch irrelevant für die Auswahl. Gucken wir mal, was ihr gesagt habt. Lena hat gesagt Joggen. Dalu und Lumi haben gesagt Skifahren. Das Ding ist,
beim Joggen oder allgemein so auf dem Stepper und sowas, finde ich, verbrennt man übel wenig Kalorien, also weniger als man denkt, weil man strampelt sich da immer so 20 Minuten in den Arsch und denkt sich dann so, okay, das waren jetzt so 100 Kalorien, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, beim Skifahren, da hast du ja auch viel mehr Equipment an, das heißt, dadurch verbrennst du wahrscheinlich schon mehr. Und es ist halt auch so voll warm und keine Ahnung, so, ich glaube, man unterschätzt das voll, weil man halt wirklich so den ganzen Körper auch so da. Ja, ja, Skifahren ist wahrscheinlich so vergleichbar mit Schwimmen. Also du wirst einfach die ganze Zeit ja auch deine Muskeln beanspruchen und Co. Also alles, selbst wenn du nur fährst. Ja, ich glaube, man unterschätzt das krass. Lumi, du hast schon recht, so, du verbrauchst beim Joggen, wenn man drauf guckt, so, übel wenig, denkt man. Das ist meistens nur irgendwie so ein Schokoriegel, den man irgendwie nach einer Stunde Joggen irgendwie abbaut. Das gilt aber für alle sportlichen Aktivitäten. Echt? Im Vergleich zu dem generellen Verbrauch, den man über den Tag hat, ist das, was man über Sport und so aufbauen kann, relativ wenig. Das meiste kommt durch Schritte, Treppensteigen und so ein Kram. Also durch die atmen doch bestimmt auch. Für die langsame Bewegung so über den Alltag. Atmen? Okay, boah, Gott sei Dank dabei. Ja, atmen, schlafen, verdauen, solche Sachen, generell bewegen, sitzen. Alles verbraucht Kalorien und das, was du über den ganzen Tag verbrauchst, ist immer viel, viel höher als das, was du in einer Stunde beim Sport machen kannst. Mhm. Nichtsdestotrotz verbraucht Joggen immer noch relativ viel im Vergleich zu anderen Sportarten, weil der ganze Körper natürlich aktiv ist. Und es kommt natürlich hier ein bisschen drauf an, wie intensiv das Ganze ist, gehe ich stark von aus. Aber ich würde davon ausgehen, dass Joggen trotzdem ein bisschen höher ist als normales Skifahren. Und Linda snackt sich einen Punkt. Krass. Okay, nehme ich. Halbe Stunde Skifahren, 200 Kalorien, gar nicht. Ja, also das, was man beim Sport verbrauchen kann, ist immer einfach ein bisschen wenig im Vergleich zu dem, was man so über Alltagsbewegung verbraucht. Das ist generell sehr krass. Überschätzt man immer voll. Sitzt so eine Stunde auf dem Laufband und dann merkst du, du hast da einen Kinderriegel abgebaut. Du sitzt eine halbe Stunde auf dem Laufband? Ja, oder du läufst halt. Du nichts verbrennst, ja. Ich muss mich aufs Laufband setzen. Du läufst. Die haben alle dasselbe Mikro, oder? Bitte? Ja. Sorry, ist mir gerade aufgefallen, weil ich auf mein OBS gestartet habe und unsere Kameras sagen, wir haben alle dasselbe Mikro. Sorry. Ja. Musst du das gerade sagen, weil das so offensichtlich gerade war. Ja, das stimmt. Wir bleiben beim Kalorienverbrauch. Es wird auch immer wir haben gerade drüber gesprochen. Bitte? So bei dir, Vlask, sieht man so ganz wenig von dem Mikrofon, bei Dado so ein bisschen mehr, so ein bisschen den Arm, bei Base so den Arm und bei mir hängt das komplett drin. Kann man ein bisschen mehr ranholen, aber okay. Ich hab so einen Low-Profile-Arm, den sieht man nicht. Wie kannst nicht verstehen. Ich zeige euch einfach die Frage. Welche Tätigkeit verbraucht mehr Kalorien bei Männern? Schlafen oder sitzen? Das ist eine Bait-Frage? Oh. Wenn man jetzt das Offensichtliche nehmen würde, dann wäre es ja klar, welches man nehmen würde, aber man wird die ganze Zeit gebaitet, also sollte man das andere nehmen. Aber jetzt denkt man sich natürlich, oh, hier ist ein guter Bait, aber dann ist es nämlich doch das Offensichtliche. So nämlich. Und jetzt habe ich keine Ahnung, welches ich nehmen soll. Das Ding ist, schläft er bei dem rechten Bild auch? Weil der hat die Augen zu. Oh Mist, ey. Das smart. Gute Frage. Keine Ahnung, ey. Schläft im Sitzen, hat er gewonnen. Das ist wir gucken mal, was ihr gesagt habt. Plopp. Oh, verdammt. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn es sitzen ist, aber ich glaube nicht dran. Ihr dachtet, das ist ein Bait, aber was genau wäre Bait gewesen in euren Augen? Der Bait ist das Schlafen. Sitzen ist das Offensichtliche, weil man natürlich denkt, schlafen, da mache ich ja nichts, da schlafe ich ja nur. Sitzen, da bin ich ja wach, da sitze ich ja. Aber ich glaube, man verbraucht im Schlafen mehr, wenn man im Schlafen auch so schwitzt und sich so immer hin und her dreht und so. Wenn du sitzt, sitzt du ja wirklich nur. Ja, also, im Schlafen machst du ja gar nichts. Einiges an Kalorien, das stimmt. Aber ich wenn man schläft, kann man auch nicht essen. Beim Sitzen, ja. Dalu! Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sitzt, halt der Puls erhöht ist und dadurch halt mehr Kalorien verbraucht werden. Da hab ich gar nicht beim Schlafen ist das Gehirn aktiv. Beim Sitzen sehr aktiv. Sitzen nicht. Wie man bei beim Schlafen ist das Gehirn wahrscheinlich aktiver, als wenn du einfach nur sitzt und nichts machst. Echt? Ja. Aber weiß ich nicht, aber sag ich jetzt einfach mal. Nix?
So, brauchst du beim Schlafen, ich glaube, was ist denn das für eine, gibt es irgendeine Einheit oder so für? Da steht halt einfach 65 Kilokalorien. Geh mal von einer Stunde aus. Mhm. Ja? Es war kein Bait, im Sitzen braucht man trotzdem mehr. 90. Deswegen hat Lumi recht. Geil. Sitzen verbraucht trotzdem noch mehr Kalorien. Boop. Nur bei Männern? Ist bei Frauen anders? Oder ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, das war einfach eine Studie, speziell zu Männern oder so. Das war, glaube ich, ja auch mit dem Beispiel von mit der Frau beim Skifahren und Joggen. Tatsächlich sind, glaube ich, sind es meistens keine Baits, sondern es ist einfach offensichtlich und ihr lasst euch selber so ein bisschen auf die Baits ein oder denkt, das ist ein Bait. Oft ist es gar keiner tatsächlich. Ja, aber dann ist es ein Bait oder ist es genau das? Dann könnte es auch wieder ein Bait sein, ja. Vielleicht bait ich ja gerade. Deswegen hat vorhin auch der eine Typ einen Anzug angehabt und der andere Sportklamotten, ja. Das kann sein, ja, aber die kannte die ja beide. Und nee, ich kannte die nicht. Die nächsten Dinge kennt ihr auch beide. Nämlich Rosenkohl und Blumenkohl. Ihr esst bestimmt auch beide, ihr esst beides. Linda, du magst Blumenkohl nicht, das weiß ich nicht. Du meinst kein Blumenkohl? Nee, Brokkoli ist so superior. Aber Blumenkohl-Schnitzel? Ja, das ist okay. Oder so frittierte. Aber das ist ja dann schon wieder. Ist Buffalo ja Wings? Verarbeitet. Blumenkohl? Was? Hab ich noch nie gegessen, vielleicht sind die voll geil. Weiß ich nicht. Safe. Rosenkohl und Blumenkohl. Es geht schon wieder um Kalorien. Boah, ihr habt die Frage schon gesehen. Auf 100 Gramm hat welches Gemüse hier mehr Kalorien? Wie schmeckt Rosenkohl? So bitter, oder? Rosenkohl muss man, glaube ich, ordentlich zubereiten, damit das gut schmeckt. Ist der Bait hier das? Da braucht man so viel Butter und so für. Aber, also. Auf 100 Gramm, Linda. Also, das Bild ist egal. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Okay. Ihr habt alle eingeloggt. Plopp. Dalukan, warum hast du gesagt Rosenkohl? Ich habe in dem Fall wirklich nur Münze gewonnen. Also gedanklich. Ich habe keine Ahnung. Also in dem habt ihr alle wahrscheinlich gemacht, oder? Nee. Ich habe gedacht, grüne Sachen sind immer weniger kalorienbehaftet als andere. Deswegen. Grün ist einfach. Und ich weiß halt, wenn ich Blumenkohl esse, danach bin ich halt so richtig krass gesättigt. Ich weiß ja nicht, wie es bei Rosenkohl ist. Deswegen, I don't know. Bei Rosenkohl, es kann schon sein, dass du vom Blumenkohl mehr gesättigt bist, aber im Rosenkohl ist tatsächlich mehr Energie auf 100 Gramm. Da haben wir nämlich 36 Kalorien und das ist ein gutes Stück mehr und deswegen gehen die Punkte an Dado und Baso. Ich hasse Rosenkohl, ey. Das sieht so weird aus schon, I don't know. Rosenkohl ist übel lecker, wenn man den ordentlich macht, so wenn man den so schön im Ofen so schmort mit ein bisschen Butter und sowas und dann ein bisschen Salz, finde ich den übel gut. Aber wenn du den einfach so isst, schmeckt halt scheiße, ne? Wenn du einfach nur ich habe den, glaube ich, nur mal so auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie probiert. Das war irgendwie nicht so. Ja, da würde ich auch keinen Rosenkohl essen wollen. Lumi, da würde ich mir irgendwie gebrannte Mandeln oder so reinstupfen. Nee, ich habe das ja nur bei jemand probiert. So. Als ob ich mir das kaufe. So, so geil, erstmal zum Weihnachtsmarkt und ein bisschen Rosenkohl. Ich will Weihnachtsmarkt. Klingt ja jetzt auch nicht so. So nach Weihnachtsmarkt. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber so Champignons oder so auf dem Weihnachtsmarkt schon geil. Boah, das ist geil. Champignons? So. Mit so Kräuterbutter? Ja, und mit so Aioli und Brot und dann so Schwammerl. Einfach wechseln. Ah, also Schwammerl. Schöne Schwammerl. Oder vielleicht Krebs. Und Löwe. Der Pistolenkrebs. Das ist schon wieder so eine Bait-Frage. Das ist schon wieder so eine Bait-Frage. Habe ich doch schon mal gevotet. Kannst du die Frage vorlesen? Chats, hey. Welches Tier ist lauter? Moment, hast du das nicht gerade schon gesagt? Nee. Die Frage, echt nicht, lauter bei was? Kopf. Weil wenn man so Krebse und so Hummer so lebendig verbrennt, was ja eine gängige Zubereitungsart ist, dann sind die ja schon echt laut. Die schreien ja wirklich laut um ihr Leben dann. Ich habe noch nie einen Hummer verbrannt. Aber obwohl, ich... Ich glaube, die schreien nicht, sondern das aber zischt du weißt, oder aber so. Aber da hast du ja gar keinen Vergleichswert. Du hast ja noch nie einen Löwen in einem Topf gesehen. Wisst ihr, was das stimmt, das ist das Problem. Dass man da das Gehirn durchsieht bei dem. Ja. Aber das ist bei Shrimp und Krebs normal, glaube ich, oder nicht?
Die werden ja erst rot. Ich hatte mal ein Aquarium, da hatte ich so kleine Shrimps drin und die haben ihre Eier so unten in den Beinen getragen. Das habe ich so durchgesehen. Und dann haben die so an die Wand, an die Glaswand gelegt. Und dann haben die Fische die Eier gefressen. Die werden ja erst rot, wenn die. Alles klar. Kann ich nichts mehr. Ja. Wenn die im Topf waren. Echt? Echt? Nee. Nee, das ist ein Krebs, das ist kein Flamingos essen doch auch Krebse und nehmen den roten Stoff von denen auf und werden deswegen rosa. Bei Flusskrebsen. Echt? Aber das ist ja ein Pistolenkrebs, das ist ja kein Flusskrebs und auch kein Hummer. Ja. Ja. Ich glaube, du verwechselst nicht, ob der das gerade rot werden würde, wenn man die Hummer kocht. Sind rot, wenn du die angelst. Das ist ja die Schale, die rot ist. Ja, safe. Es gibt auch blaue, aber die sind ganz selten. Oh ja. Ich bin gespannt. Bist gespannt? Ja, wirklich. Dann gucken wir, was ihr gesagt habt. Oh. War das jetzt ein Bait oder war es kein Bait? Ja, klar, war das ein Bait und der Krebs ist ganz laut. Ja, aber der Pistolenkrebs, der heißt ja nicht umsonst Pistolenkrebs, aber das ist der Bait wahrscheinlich. Das ist halt einfach nur ein Krebs, ne? Macht Schussgeräusche. Nein, der hat diese, das sind seine Krallen vorne. Wenn der zuschnappt, ist das unglaublich laut. Das ist richtig krass. Aber ja, ist es jetzt. Ich glaube, das gab es wurde mal im Kindesalter vom Pistolenkrebs angeschnappt. Den hörst du, glaube ich, auf x-hundert Meter oder was auch immer. Nein, aber ernsthaft, woher weißt du das? Das gab es im Fernsehen. Zu dem gab es im Fernsehen. Ich weiß nicht. Dadokat labert nur Scheiße gerade. Richtung. Nein! Der muss super laut sein, aber der ist halt auch klein. Ist das im Verlauf, ist das also im Fernsehen haben die gezeigt, wie laut der Pistolenkrebs ist. Der Sound ist super laut. Ja, wie klingt das denn? Wie so ein Knall, oder? Piu, piu, wie eine Pistole. Ich versuch's. Soll ich das auch? Ich habe gerade auch noch mal ganz kurz reingelesen. Bei der Knallerzeugung. Die dem Pistolenkrebs den Namen gibt. Pistolenkrebser pirschen sich langsam an ihre Opfer ran. Halten das dann mit der linken Kralle fest. Klaue, sorry. Entsichern dann ihre rechte Klaue und schießen ihrem Opfer einfach ins Gesicht quasi. Krass. Ich habe jetzt noch nicht ganz geguckt, wie das genau funktioniert, aber es sind Wasserbläschen, die dann implodieren und einen Knall erzeugen von 250 Dezibel. Und das ist deutlich lauter als ein Löwe oder ein Düsenjet. Die sind extrem laut. Ja, das Ding ist richtig laut. Pistolenkrebse sind extrem laut. Und, weiß gar nicht, ob es ein Tier gibt, das lauter ist als ein Pistolenkrebs. Ja, deswegen dachte ich, das ist der Bait. Ja, der ist super laut, unter Wasser, wie auch immer. Aber der Löwe ist natürlich viel lauter. Das ist das Wasserpistolen-Jutsu, genau. Educational Scream heute wieder. Ja, man lernt viel dazu. Wusste ich auch nicht tatsächlich. Habe ich noch nie in meinem Leben und ich habe wirklich so viele Tierdokus in meinem Leben konsumiert. So viele! Die schnelle Kompression bringt das Wasser zum Kochen und erzeugt einen Überschallknall. Ich habe keine Ahnung, was Chat, also ob da Fehlinfos drin sind oder nicht, aber wie gesagt, extrem laut, extrem heiß, was sie machen und naturcrazy, das stimmt. Naturcrazy, indeed. Naturcrazy. Kennt ihr diese Ameisen, die so einen Pilz, wo denen so ein Pilz aus dem Kopf rauswächst? Nee. Habe ich auch neulich in so einer Doku gesehen, das war auch richtig gruselig. Zum Glück nicht, Lumi, zum Glück nicht. Na gut. Kennst du Facebook? Oh Gott. Ich weiß nicht, warum wir jetzt schon wieder bei Facebook gelandet sind. Aber da sind wir. Und bei Snapchat. Welche Plattform hat mehr monatliche aktive Nutzer? Boah. Snapchat war auch so eine ganz komische Phase, ne? Als man Snapchat hatte. Ganz komisch. Das Ding ist, es gibt ja immer noch Leute, die diese Flammen da aufrechterhalten bei Snapchat. Es geht hier um Januar 2022 anscheinend. Monatlich aktive Nutzer. Ist das wirklich aber das relevant? Ich glaube, das ist nicht wirklich relevant. Ich glaube, das hat sich nicht wirklich geändert. Habt ihr Snapchat aktiv benutzt? Also Dalu safe nicht, aber Baso ja. Warum nicht? Nur so. Vor 4 oder 5 Jahren oder 6 oder so. Als das mal so ein Jahr lang oder so übel in war, wo das auch jeder Streamer hatte, so. Krass. Ganz kurze Zeit mal. Ich hab das nur manchmal so für Filter mit Freunden benutzt, aber das war es auch. Ja, wo der Hundefilter so in war, die Zeit, da hab ich es auch benutzt. So. Eine kurze Zeit, ja. Ja, da gab's noch nicht so lustige Filter bei Instagram. Ja,
True. Mittlerweile gibt es bei Snapchat, glaube ich, so die Funktion, dass man Stories anhand von Location anguckt. So. Dass man halt nicht eine Story von irgendwelchen Leuten anguckt, die man, denen man folgt, sondern dass man auf eine Location drauf gucken kann und dann die Stories sieht, die genau da stattfinden quasi. Mhm. Und so ein paar extra. Das ist super für Personen des öffentlichen Lebens. War das ja, das ist natürlich nicht. So, habe ich auch nicht gesagt. Aber ich auch nicht. Ich glaube, die haben das da rausgenommen, dass man bei Instagram nicht mehr zum Beispiel von der Stadt München oder so die Stories gucken kann, sondern nur. Ja, das ging auch mal, ne? Mhm. Snapchat hat so ein, zwei Sachen, die mittlerweile ganz interessant sind, aber ja. Ihr habt alle gewählt. Und das ist auch das, was ich erstmal im Kopf hätte. Mich alle gesagt, Facebook Messenger. Snapchat hat immer noch relativ viele Nutzer tatsächlich. Ganz oft unterschätzt man das so ein bisschen, weil wir natürlich immer nur von Deutschland ausgehen. Oh, tatsächlich ja, haben andere Länder aber auch ganz andere Nutzen, was Social Media angeht. Du hast zum Beispiel, ich glaube so in Vietnam oder so, oder was Vietnam? Vietnam, Taiwan, irgendwie so in die Richtung, hast du übel viele Facebook-Nutzer immer noch. Oder in Polen und ganz vielen verschiedenen Ländern hast du einfach so ganz krasse unterschiedliche Gewichtungen, was Social Media Plattformen anging. Oder angeht. Ich weiß nicht, in welchem Land Snapchat immer noch krass benutzt wird. Aber es gibt sehr viele Länder, wo Facebook Messenger immer noch extrem oft benutzt wird. Und deswegen habt ihr natürlich alle recht. Das ist fast eine Milliarde. Ich dachte mir so, allein vielleicht die ganze Boomer-Generation benutzt ja noch Facebook. Genau so deswegen. Überall. Ich denke immer noch, genau das ist deswegen. So ein Meme, aber es ist ja anscheinend wirklich so. Also es ist so ein Meme, so die. Ja. Nee, Facebook ist wirklich so ein so ein Generation, also wurde wirklich so von der Boomer-Generation abgelöst. Deswegen waren dann alle anderen so, okay, bye. Not my platform. Es gibt auch so übel viele Gruppen, so für Eltern und so, wo man sich austauscht. Also wirklich richtig viel. Ja, so Social-Media-Nutzung ist sehr abhängig von Alter und von Location tatsächlich. Chat wird auch gerade gesagt, Snapchat ist in den USA noch übel riesig. Mhm. Bei uns ja fast gar nicht. Also ich kriege das gar nicht mehr mit so in meinem Umfeld. Und Facebook, wie gesagt, auch in ganz vielen Ländern halt immer noch so der Messenger quasi. Meinst du etwa, die hatten keinen Lokalisten in den USA? Kein Lokalisten, kein ID-Netz, kein StudiVZ. Leider nicht. Schande. Leider nicht. Für MySpace. Ja? Das stimmt. Wir haben wieder Tiere. Und eine Frage, die ihr vorhin in einer anderen Ausführung schon mal gehört habt. Vorhin war es, welches Tier schläft länger pro Tag? Und jetzt ist es, Lumi, was ist es jetzt? Weiß ich nicht. Welches schläft weniger? Weniger. Pro Tag? So. Richtig, Linda. Die Giraffe oder die Wespe? Boah, schwierig. Ich habe noch keins von den beiden jemals schlafend gesehen, glaube ich. Vielleicht, weil die sehr wenig schlafen. Ich habe noch nie eine Giraffe liegen sehen. Die kriegen ja auch im Stehen ihre Kinder und so. Ja. Ich glaube, weil die auch so lange brauchen, bis sie wieder aufstehen können. Ne? Das ist voll gefährlich für die, glaube ich, wenn die sich hinlegen. Boah, ich kann es gar nicht einschätzen. Auch nicht. Auch noch nie eine schlafende Wespe gesehen. Die gehen bestimmt in ihren Bau dafür zurück, aber. Also das Ding ist, schlafen Wespen? Ich glaube, die fahren einfach nur so ihr System so ein bisschen. Ich habe gar keine Ahnung. So Standby-Modus. Ihre Augen überzumachen? Aber Amin, was ist ein Schlafen, wenn nicht Standby-Modus? So. Ich weiß gar nicht, ob Insekten überhaupt schlafen. Ja, ohne Scheiß, wirklich so. Die leben ja auch alle nicht so lange, ne? Die sind auch bestimmt so 100 Tage auf full Hyper-Modus und dann sterben die einfach. Jo. Ich würde jetzt einloggen, wenn ihr nicht noch einen wollt. Hm. Plopp. War einmal die Wespe. Ich bin schon wieder der Rebell hier. Wespen einmal die Giraffe und Lina ist ein Rebell. Lina ist ein Rebell. Hm. Ich habe schon interessante Herangehensweisen gehört. Also die Wespe schläft echt nicht lange. Die schläft irgendwie so 2 bis 3 Stunden am Tag. Aber Giraffen auch. Ja, bei der Giraffe ist es so, dass die Giraffe natürlich auch ein Fluchttier ist. Ne? Ist ja ein Pflanzenfresser. Und damit die Giraffe fliehen kann, muss sie natürlich stehen. Das Problem ist, wenn eine Giraffe schlafen will, dann muss sie sich hinlegen und das Aufstehen bei einer Giraffe dauert sehr lange. Das heißt, die Giraffe kann sich es gar nicht erlauben zu schlafen. Die döst meistens nur ein bisschen und schläft am Tag nur ganz wenige Stunden und damit weniger lang als
Die Wespe. Giraffe ist richtig. Kranke Tiere, ja. Kranke Tiere, ja. Hinlegen ist für eine Giraffe sehr gefährlich, weil das Aufstehen einfach zu lang dauert. Ist aber voll sad. Würde eine Giraffe länger schlafen, wenn sie wüsste, dass sie nicht in Gefahr ist? In Gefangenschaft schlafen Giraffen länger. Ja, da schlafen die 3 bis 4 Stunnen anscheinend. Also ein gutes Stück. Die gönnen sich ja richtig. Ja, da pennen. Das ist wie so ein Motel dann. Schlafen einfach ganz so lange. Krass. Oder im Gefängnis, ne? Eher das. Eher das. Okay, wir gehen weg von Tieren und hin zu den Detroit Red Wings und ein bisschen Tischtennis. Was? Es ist schon wieder Sport. Okay. Frage habt ihr gesehen, welches Sportmatch war das längste? Detroit Red Wings gegen die Montreal Maroons 1936. Kennen wir alle das Spiel, legendär. Oder Tischtennis, nie... Naja, ich will den Namen gar nicht versuchen auszusprechen, ich werde es eh falsch aussprechen. Ein Tischtennis-Match von 2017. Das eine halt, so. Ich weiß nicht mal, wie lange so eine Matches regulär gehen. Boah, ich auch nicht. Ein Tischtennis-Match geht ja über Sätze und man muss immer den Matchball gewinnen, um dann irgendwann den Satz gewonnen zu haben. Das ist beim Tischtennis, ich weiß gar nicht, wie viel es ist. Ist es? Keine Ahnung, was beim Tischtennis ist. Ich auch nicht. Hast du da 15 im Kopf, aber ich habe gerade keine Ahnung. Aber ich werde davon nicht so hyperaktiv wie du, Lumi. Ich werde nicht hyperaktiv davon, ich kann nur nicht schlafen. Achso. 11. Ich kann immer schlafen. Mann. Liebe schlafen. Das war, du Gott, ich bin auch so, ja, eigentlich bin ich keine Giraffe, aber... Tischtennis ist wie ein Valorant-Match. So. Bloß es nicht bei 12 ist, sondern bei 11. Und du musst halt dann den Matchpoint gewinnen. Ja, es ist wirklich so. Klar. Klar, es ist wie ein Valorant-Match. Ja, ist es. Ja. Okay, wenn du das sagst. Naja, ist halt so. Also, du weißt ja auch, dass ein Valorant-Match immer weitergehen kann, weil du halt den Matchpoint gewinnen musst. So. Deswegen kann Tischtennis ein Match sehr lange gehen. Ich weiß nicht, wie es beim Eishockey ist, aber wenn es in der Frage hier ist, könnt ihr auch lange gehen. Und ich guck mal, was ihr gesagt habt. Ihr habt alle gesagt Tischtennis. Wie ist es beim Eishockey? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe null Plan. In meinem Örtchen, wo ich zur Schule gegangen bin, da war Eishockey so übel beliebt. Weil wir so eine gute Eishockeymannschaft hatten, ja, und so ein Eishockeystadion. Die bayerischen Bären. Hab mich nie abgeholt, ja, die bayerischen Bären waren das. Die Waldkreiburger Löwen. Die bayerischen Bresen. Die Bresen. Ja. Wo in Bayern war das? Eher so Norden, Osten, Süden, Westen? Südosten. Ah, okay. Nee, von Richtung Chiemsee? So, genau, ja. Ach, krass. Ja. So. Rosenheim-Burghausen, so irgendwie die Ecke. Ja, da waren so American Sports anscheinend voll das Ding, weil ein Kumpel von mir hat auch in der Nähe gewohnt und der hat American Football gespielt. Genau, Rosenheim ist American Football, weil Kreiburg war Eishockey. Nee, das war Straubing. So. Nicht Straubing, sondern, wie hieß denn das nochmal? Na, ist eigentlich auch scheißegal, da unten im Dreiseenland auf jeden Fall. Ja, da gibt's auch, Seefeld, ja, Seefeld. Aber du hast recht, so Eishockey und American Football gab's da ganz viel, so warum auch immer. Denkt man gar nicht so in Urbayern. Ja. Das längste Tischtennis-Match, oder das Tischtennis-Match hier 2017, ich weiß nicht, ob es das längste war, aber ein sehr langes, ging 1 Stunde und 32 Minuten. Oh, das ist gar nicht so lang. Also für ein Tischtennis-Match, ja. Das ist die Hälfte von dem Eishockey-Match, das ging 3 Stunden, warum auch immer. Penalty-Schießen am Ende kann ewig gehen, wenn es ein Entscheidungsspiel ist. Das ging ewig, das ging fast 3 Stunden. Und niemand von euch kriegt einen Punkt. Krass, ja. Ich dachte, das war vielleicht so ein Tischtennis-Match, was so 7 Stunden ging oder ja, so. Das ist lang für ein Tischtennis. Also, ich dachte auch, das war so outstanding 2017, dass das berühmte da. Dass auch so keiner aufgeben wollte und so. Ja. Dass so fast eine Woche ging. Stell dir vor, die hätten es wie in so einem Valorant-Match gemacht. Ne? Die sind dann irgendwann bei 70 zu 70 und dann sagt der irgendwann so: Nee, komm, lass Draw machen. Kein Bock mehr. Irgendwann so: Junge, ich muss einfach schlafen jetzt. Ich muss nach Hause. Meine Katze braucht Futter. So. Geht nicht mehr. Wir bleiben beim Sport. Spezifisch bei Bällen und der Geschwindigkeit der Bälle. Welcher
Ball erreicht eine höhere Geschwindigkeit. Volleyball oder ein Hockeyball. Kein Eishockey, Hockey. Ist das Hockey, das, was Hockey. Man auf den Pferden spielt? Nee. Echt? Nee. Aber das wäre Polo, glaube ich. Feldhockey das sind? Ah. Polo. Ist Hockey Feldhockey in der Halle? Ist Hockey, gibt es Hockey nicht auf Alm, also auch auf Sand und Co. Ist das nicht, also dafür ist dieser Schläger doch komisch geformt, dass wie so ein. Genau. Also Polo und Cricket und Hockey und Eishockey, aber hier geht's um Hockey. Boah, ich glaube, wir müssen in der Schule mal Hockey spielen, war voll scheiße. Gucken wir, was ihr gesagt habt. Ich weiß noch bei Mean Girls, dass Regina am Ende dann Hockey spielt und alle wegboxt. Lena hat gesagt, der Volleyball. Dalo und Lumi haben gesagt, der Hockeyball. Ich dachte, wie beim Golfen so, dass man da so und dann du schwingst den so, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob man den so haut, sondern ich glaube, man schwingt den so. Also sieht zumindest auf dem Bild so aus. Ich weiß nicht, man kann den bestimmt noch schlagen. Und wenn man den schlägt, dann wird der sehr schnell. 140 Stundenkilometer. Ist krass. Ja, ich weiß nicht, wie hart der Ball ist, aber das stelle ich mir sehr gefährlich vor, wenn man den ins Gesicht kriegt. Weiß ja nicht. Aber ich spiele auch kein Hockey, ne? Deswegen ist mir das egal. Volleyball, der wird auch sehr schnell. Aber nicht ganz so schnell. Er wird nur 120 km/h schnell. Bei richtig krassen Spikes. Ist knapp. Dalo und Lumi kriegen den Punkt. Und wir haben die letzten vier Fragen tatsächlich. Nicht mehr viel. Kommt von der Zeit her ganz gut hin. Okay, ich hole dich noch ein, Dalo. Das wird schwierig. Zusammenlegen, Lumi? Vier. Oh ja. Mach jetzt Team mit Lumi. Allianz. Ja. Dann wird es knapp werden, tatsächlich. Dann könnte es knapp werden. Und wenn ihr mir sagt, welche Website 2022 öfter besucht wurde, Wikipedia oder Amazon? Boah. Von mir? Schon. Obviously. Von dir? Ah, ihr habt alles schon eingeloggt. Dann machen wir das einfach schnell. Ach man, warum bin ich denn immer Wikipedia, die einzige Sache? Wikipedia war im letzten Ding auch dabei. Gegen YouTube. Und da war Wikipedia ein Furz. Da war Wikipedia ein Furz. Aber wie ist es gegen Amazon? Und im Vergleich zu Wikipedia ist Amazon ein Furz. Das ist mir auf Platz 14. Das gibt ja auch in manchen Ländern Amazon gar nicht. Also es war so wenig bei Wikipedia. Das war so überraschend wenig. Genau, der Unterschied zwischen Wikipedia und YouTube, der war enorm. Aber der zwischen Wikipedia und Amazon auch. Der ist, glaube ich, nicht ganz so krass. YouTube ist einfach insane. So. Ja, aber auch da hätte ich gesagt, dass mehr Leute Prime Video oder sowas gucken. Dass das auch für so ein Ding ist, um Videos zu gucken. Was zählt ja dazu oder nicht? Amazon Prime Video wird ja wahrscheinlich so sein. Ne? Wikipedia ist auf der 7, habt ihr schon gesehen. Und Amazon auf der 14. Da steht leider aber nicht dabei, wie viele Views das sind. Ansonsten hätte ich das gesagt. Schade. Ja, nee, steht leider Letzte nicht. Letztes Mal hattest du das. Weiß man, was auf Platz 1 ist? Google. Okay, Google, YouTube und Facebook sind die Top 3. Dann kommt Twitter, Instagram. Dann kommt Baidu. Das ist eine chinesische Seite. Wikipedia. Und dann haben wir Yandex, Yahoo. Dann kommt Entertainment für Erwachsene. Ganz viel. Und dann kommt Yahoo? Amazon. Es gibt Menschen, die noch Yahoo. Unabsichtlich. Also Yahoo es gibt in super vielen Browsern als Standardding drin. Die kommen da einfach immer drauf und die wissen nicht, wie man das wahrscheinlich wächst. Ach so, ja, wenn du so Internet Explorer oder so. Richtig. Okay. Ja. Richtig, richtig. Krass. Und wahrscheinlich E-Mail, ja, das kommt auch noch dazu. Ah, okay, ja, stimmt, das habe ich voll vergessen. Wir gehen in eine Richtung, hätten wir vielleicht schon früher mal angehen können, aber jetzt sind wir da. TikTok. TikTok, Dalukat. Ja. Als großer TikTok-Nutzer, weißt du, ich habe nicht meinen Account. Bestimmt, welches dieser TikToks mehr Likes hat? M to the B von Bella Porch. Ich hoffe, das spricht man so aus. Easy. Oder Time Warp Scan Filter von Billie Eilish. Das kenne ich sogar, ohne TikTok zu kennen. Ich hab's gedrückt. Das nehme ich. N1 habe ich gewählt. Das muss es sein. Weil, wenn ich das kenne, ist das auch von TikTok runtergekommen. So sieht's nämlich aus. Ich kann dir sagen, Dalu, das Lumi und. Also Linda hat sofort drauf gedrückt. Lumi hat ein bisschen gebraucht. Ich glaube, ist das Einzige, was ich weiß. Und Lumi und Linda sind sich einig.
Ist das nicht diese? Und das wäre schon sehr merkwürdig, wenn Dalukar jetzt recht hätte. Make-up zumacht. Ja. Das M to the B. Ich glaube, das ist das meistgeklickte TikTok auf der ganzen Welt, oder? Echt? Ich glaube, ja. Ja, Scheiße. Mit 53 Millionen Likes. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, das aber wenn du das sagst, gesehen. Dann glaube ich dir einfach sofort. Wie? Und du hast recht, es ist mit 53 Millionen öfter geliked worden. Dieses Lied, wozu dann aber kennst du Bella Porch? Nee. Na, bist du in einer anderen TikTok-Bubble wahrscheinlich. Das einfach. Ding ist, so Mädels, die nur so tanzen und so Lip-Sync machen, blockiere ich immer, weil mir der Content auf den Sack geht. Da will ich das nicht mehr sehen. Ist das toxic hier, du weißt schon, hier Misogyny? Nein, ich bringe so dem Algorithmus bei, dass mich das nicht interessiert, damit mir lustige, coole Sachen vorgeschlagen werden. Ja, also Bella Porch habe ich ja nie gesehen, aber den Namen kennt man einfach. Ja, das, die ist halt so übel berühmt geworden über TikTok und machen jetzt auch so Musik und so. Nee, keine Ahnung. Das hätte auch der Time-Warp-Scan-Filter sein können. Dalu, mach dir einen TikTok-Account. Mach dir einen TikTok-Account, mach einmal den Time-Warp-Scan-Filter, lad ein Video hoch und dann. Was ist das für ein Video mit dem Scan? Der Filter geht von oben nach unten runter und immer da, wo er vorbeikommt, bleibt das Bild stehen. Ah, und kannst du dich noch. Und die Leute machen da super lustig. Achso, ja, doch, das kenne ich schon. Ja. Aber was ist das mit Billie Eilish? Also, was hat sie gemacht? Keiner. Weiß ich nicht, ich kenne nur den guten Time-Warp-Scan-Filter, aber heute habe ich den Namen gelernt. Beim nächsten Mal haben wir hierfür auch dann Videos. So einen langen Hals daraus machen. So langweilig macht. Ja. Beim nächsten Mal haben wir hier dann auch Videos drin und können wir uns auch angucken, was da drin ist. So, oh, damit man... ja. Na, Flo? Flo schreibt schon wieder. Oh. Lumen Note. Lumen Note. Twitch. Aber jetzt habe ich eine Frage an Lumi. Warum wusstest du dann, dass es das war? Ja, weil dieses M to the B, wie gesagt, dazu gibt es halt übel viele Songs, wo Leute sich so schminken wie so. UK-Stuff und dann so, oh, you don't look like you live in the UK. Und dann schminken die sich so voll komisch. Und, dann und deswegen war ich so, okay, das sagt mir was, deswegen nehme ich das. Okay. Hätte aber auch safe das von Billie Eilish sein können, so, ich war so, keine Ahnung. Ja, wir gehen von TikTok runter, gehen Richtung Twitch wieder. Dann haben wir Schlo und Allotrix. Ich will von euch wissen, wer von den beiden mehr Subs hat. Subscriber. Auf Twitch. Stamm. Wer macht mehr Subscriber ist Cash? Follower auf Twitch oder wirklich Subs? Subscriber. Subs, ja. Aber also Abonnenten. Stand vom 4. bis zum 10. Oder? Stand 11.11.2022. Okay. Boah, keine Ahnung, Alter. Ich weiß, könnt ihr jetzt natürlich auch. Warte, für dich gucke ich nach, ja, ob sich das. Schlo hat Waschbär-Emotes, deswegen kenne ich seinen Namen. Die Antwort ist nach wie vor dieselbe. Ja, also ich konsumiere halt den Content von beiden nicht, aber. Die Antwort ist nach wie vor. Ich kenne seine sehr schöne, erfolgreiche Frau, deswegen kenne ich diesen Mann. So. Tinker. Ja, boah, ich muss kurz überlegen, bitte. Na gut, ich erlaub dir das. Machen die nicht beide so Shooter-Content? Schlorox ist so bekannt für Roleplay, GTA-RP. Und GTA-RP so. Und seit 500 Jahren dieselbe Anzahl an Subs. Und die ist echt hoch. Ja, aber Edotrix hat safe auch hohe Subs. Ja, das sind halt beide. Kann ich sagen, die haben beide sehr hohe. Man könnte uns alle zusammennehmen, wir hätten weniger. So viel. Ja. Oder? Dalu, wie viel hast du? Ich hab. Sneaky? 8, glaube ich. Dann stimmt das immer noch, ja. Schlo hat mehr. Man könnte uns alle zusammennehmen, ja. Wir hätten trotzdem weniger. Ihr habt mir alle eine Antwort gegeben. Ja. Ich möchte noch diskutieren, sag's noch nicht. Ich habe Elo genommen, weil Dalu so Schlo gepusht hat und ich deswegen dachte, safe ist es dann Elo, weil er würde niemals Werbung für die machen, was er nicht will. Ich glaube sogar, dass wir beide falsch liegen. Ich glaube sogar, dass Bar so recht hat. Schlorox hat seit, keine Ahnung, gefühlt 2 Jahren oder so über 10.000 Subs. Richtig viele, immer. Und der hat auch immer wieder seine fetten LAN-Events. Und das war leider auch letztens erst. Also der hat irgendwie so eine Woche oder so ein Streamer-Event gehabt. Ich weiß noch nicht, ob da viel dazukommt, aber Allotrix ist halt auch bekannt für COD und Co. Und COD-Release war ja auch vor kurzem. Und die machen jetzt dieses fette Invitational-Event mit also und so weiter. Also beide hatten irgendwas, was die Subs extrem pushen könnte. Aber was war jetzt ausschlaggebender? Schlohart, du hast schon gesagt, über 10.000, das ist extrem viel. Aber Allotrix hat am 5. meisten in ganz Deutschland mit 14.000. Durch das Halloween-Event hat Schlohart bei mehr, hat 18.000. Oh, ich habe nicht mitgekriegt, dass sie so ein Event hatten irgendwie und so ganz viel gestreamt haben. Und dann dachte ich, und bei Allotrix weiß ich es gar nicht, dann habe ich einfach Schloh genommen.
Genau, es sind immer noch 17.600, also aktuell sind 17.600 anscheinend, krass, wenn es so richtig gezählt wird. Ja. Ich krieg wirklich gar nichts außerhalb meiner Bubble mit, so, das ist richtig krass. Der Schlo macht andauernd so Events, so Grill-Event und dann Halloween-Event und der macht öfter so Event-Streams, die dann halt so tagelang gehen. Mhm. Krass, und da gab's ein Halloween-Event und Linda hat recht, da kam ordentlich viel rein. Jens, wo du die Subs gesehen hast, ich verstehe. Oh ja, da schneide ich auch mal ein Stück ab. Das ist ein Halloween-Event, ja. Nächstes Jahr wieder. Ja. Das sind sehr viele Subs. Schluss, dritter auf der Plattform nach Elias N97 und No Way For You. Elias? No Way, Alter. Elias ist ja klar. Elias N97 ist, glaube ich, der größte oder. So mit Monte mal so einer, das sind die Top 2. Der ist jetzt auch so ein bisschen. Ja, mittlerweile ist der auch so in die Trimax, also nicht in die Bubble so mit reingekommen, der hat ja seine eigene natürlich, aber mittlerweile auch mehr Variety. Ja, der war FIFA-only, glaube ich, und mittlerweile ist es so sehr viele verschiedene Games, so auch so Win-Challenge und sowas. Genau. Ja. Ey, ich fühle mich manchmal auch, wenn Leute mir so sagen, hey, hast du das Video von XY geguckt? Ich denke mir so, wer ist das? Oder so, ich konsumiere das nicht, what the fuck? Ja, manchmal entdecke ich auch so Creator, die irgendwie super groß in Deutschland sind, wo ich mir dann denke, ja, habe ich nie gehört. Aber dann ist immer ganz cool zu wissen, was auf der Plattform so abgeht, finde ich. Ja. Ja, also wenn man bei so einem Quiz mitmacht, das ist schon ganz praktisch. Genau. Und welche Quizzes ich klauen kann von Leuten. erfinden kann. Ich einladen kann. Erfinden kann. Wir haben die letzte Frage. Hast du gerade einladen kann für Cloud gesagt? Nein. Das ist nämlich absolut richtig. Von wem habe ich mehr Quiz? Zum Quiz-Clown. Ich lade mir Dalu immer ein für Cloud. Und jetzt haben wir die letzte Frage. Welcher dieser Filme wurde in seinen... Oh mein Gott, es ist nicht Marvel. Aber meint. Welcher dieser Filme wurde in seinen ersten 28 Tagen nach Release auf Netflix am meisten geguckt? Don't Look Up oder... Der Adam Project. Was? Marvel? Da merke ich wieder, ich gucke einfach keine Filme. Ich kenne gar nichts davon. Was ist denn The Adam Project? The Adam Project sah ein bisschen aus wie das typische Marvel-Dingens, ne? Ist das, das ist doch kein Marvel-Film, was? Ich bin verwirrt. Nö, glaube nicht. Aber ich habe auch keine Ahnung, was optisch ist. Kann das, könnte das Star Wars sein. So eine Star Wars-Serie. Ich klicke mal hier einfach hin, was soll's. Aber keine Ahnung, nie geguckt. Was mit dir, Dalu? Bist du Filmgucker? Ich bin Filmgucker, ja. Ja? Ich weiß auch, was über einen der beiden Filme. Dalu, wann und guckst deswegen du ich Filme? Den auch wann hast denn du Zeit, Filme zu gucken? Ich guck halt, also wenn ich Filme gucke, eigentlich nur Horrorfilme. Oh, ja, echt? Ja, ja. Oder dann so müssen wir uns dann mal austauschen. Ich kenne fast niemanden mehr, der gern Horrorfilme guckt. Also wenn ich Filme gucke, eigentlich nur Horror. Ich muss kurz unterbrechen, ne? Bei euch, bei euren Chats ist es wahrscheinlich anders, ne? Weil. Bei mir im Chat, ich lese die Frage vor und dann kommt ein Mod und schreibt die Frage nochmal nach und postet sie rein. Und jedes Mal, wenn die Frage reingepostet wird, kommt danach ein Kommentar. Was ist die Frage? Vielleicht sind das die Leute am Handy, die Delay haben. Oh, ich sehe mein Chat ja nicht, ich weiß nicht, wie es bei mir ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht. Ich lese die Frage nochmal vor. Welcher dieser Filme wurde in seinen ersten 28 Tagen nach Release auf Netflix am meisten geguckt? Eure Antworten waren Don't Look Up. Haben wir alle den genommen, weil die Schauspieler bekannter sind? Oder war das nicht? Nein, weil ich den geguckt habe. Und weil der richtig viral gegangen ist. Genau, ich habe den nicht geguckt, aber jeder hat drüber geredet. Und entweder, und die meisten Leute fanden den auch einfach richtig scheiße und dann haben den alle anderen geguckt, um auch zu wissen, ob der wirklich scheiße ist. Hä, der war richtig geil. Ja, genau, das, was du sagst, ist ja das, weshalb das so ein Diskurs war. Entweder haben die Leute den überhaupt zu Ende geguckt und haben gesagt, der war geil, oder die Leute haben den angefangen zu gucken und haben ihn ausgemacht, weil die den kacke fanden. Okay. Kann ich nicht verstehen so. Ja, genau. Diese Diskussion gab es tagelang. Deswegen habe ich Ja, stimmt schon. Allgemein, es wurde halt auch viel diskutiert, weil das halt auch so aktuelle Themen aufgreift und gab so viele Memes davon auch und so. Also, das ist richtig. Da ist Ariana Grande, glaube ich, mit. Jetzt kommt Lesbia. Ja, ihr habt zwar recht, der wurde 500 Tage diskutiert. Ja, Jennifer Lawrence. Jonathan auch. Hill und der Leonardo DiCaprio, das sind so viele Bekannte, dass ich dachte, das muss auch der sein. Und, keine Ahnung. Ja, ihr habt schon recht. Die heißt, aber die auch. Adam Project, der erfolgreichste Film. Also Adam Project, niemand von uns weiß, was Adam Project ist, dann kann der doch nicht öfter geguckt worden sein, oder? Das geht doch gar nicht. Geht auch nicht. Viel weniger geguckt worden. Don't Look Up hat viel mehr Stunden Watchtime. Ihr habt alle recht. Ja! Ihr habt alle recht. Bei der letzten Frage. Ihr wart alle super schlau.
keine 0 Punkte. Und tatsächlich hat Dalukat schon vor ein paar Fragen gewonnen mit seinen 26 Punkten. Ja, da muss man aber. Lubi und Basum noch mehr zusammen, ja. Da genau, wenn ihr eure zusammenzählt, dann habt ihr gewonnen. Ja. Also hat Dalukat herzlichen verloren. Glückwunsch. Schade, Dalukat. Lumi und Lumi und Basum haben Dalukat geschlagen. Super. Ja. Da muss man aber dazu sagen, ich glaube, wir hatten 36 Fragen und du hattest davon 26 richtig. Das war viel mehr als beim letzten Mal tatsächlich. Du hast ja am Anfang die ersten 10 Mal richtig gehabt. Beim letzten Mal war das auch krass. Werte mehr Tweets. Oh, der hatte 2 mehr innerhalb der letzten 5 Ja, beim letzten Mal waren ein paar von mir dabei und die sind immer ein bisschen gemeiner. Die sind wirklich immer so ein bisschen 50-50. Ihr habt trotzdem ja fast die Hälfte richtig. Also, ihr wart mehr so im Schnitt von der letzten Folge. Dalu war einfach krass über dem Schnitt diesmal, weil ganz viele Fragen waren ja nicht. Ja, wer weiß, ob BTS oder Ed Sheeran mehr Songs auf Spotify haben. So, weiß ja niemand. Ja? Der Pistolenkrebs, aber habt ihr alle gut gemacht. Ja, habt ihr alle gut gemacht? Ihr seid nur sehr oft auf Baits reingefallen, die gar keine Baits waren. Meistens war es so. Dann waren wir auch so krass auf dieser Bait-Schiene. Und dann war so ja, aber ihr habt euch, ich finde, ihr habt euch gut geschlagen. Hat übel Spaß gemacht. Ach, 5 Minuten. Vielen Dank fürs Fragen wieder. Ich fand das wieder super. Danke fürs Einladen. Dankeschön für die Einladung. Ja, danke, dass ihr mitgespielt habt. Kam sehr viel Feedback. Setzen wir bis zum nächsten Mal wieder um. Vielleicht spielen wir nochmal eine Runde. Na? Dann mache ich auch wieder ein paar Fragen, die weniger Formel 1 und Sport sind. aber wie gesagt, habt ihr gut gemacht. Dalu war krass. Und ihr habt euch, wie gesagt, 50-50. Ihr seid ungefähr im Schnitt geblieben. Keine Schande. Ich finde, wir haben das alle toll gemacht. Ja, finde ich auch. Ja. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Danke an eure Chats fürs Zugucken, Mitraten und sowas, falls ihr es gemacht habt. Und ja, wir sehen uns dann die Tage wieder. Viel Spaß euch noch. Tschüss. Schönen Abend noch. Alle außer Lumenti. Ciao. Tschüss. Tschüss.